Und wir sind live. Was geht, meine Damen und Herren? Nein, gar nichts gibt's. Nein. Ich will meinen eigenen Livestream aufrufen können. Da ist er auch. Gar nichts gibt's. So. Es geht, was geht? Es wurde hier gerade im Chat von Tridan geschrieben. Irgendwas beim Ei, dass es jetzt passiert ist und so. Ich würde einfach mal auf schnelle Welle hingehen, Alter. Ich muss mal kurz hier nochmal zwei Truhen machen oder so. Zack. Yo, Goju Go. Was geht? Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut gepennt und so Sachen, Digga. Yo, Laila und Defiang Gaming, was geht auf YouTube? Schön, dass ihr da seid. Ich skippe mal den Song hier. So, aber ich gehe jetzt zum Ei, weil Tridan hat Sue schon zum Ei herbestellt. Und ich gehe mal ganz schnell dahin. Irgendwas ist bei meinem Ei wohl irgendwie passiert. Also viele hatten ja schon die Vermutung, dass irgendwas mit dem Ei heute passieren wird. Oh mein Gott, ich bin so cool. Ey, deswegen, ich will mal gucken jetzt. Wow. Oh mein Gott. Okay. Schnell zu Mai, Leute. Gissi Missi, was geht, willkommen. Das ist sowas, Bad Wolf Anime Shits. Jo, ich habe auch gut gepennt. Nur zu kurz, glaube ich, ein bisschen. So, was ist jetzt hier los? Hast du geschlafen? Mit einem Kopfkissen. Was habt ihr schon wieder gemacht? Ach nein, Hühnchen Kiro. Was Kiro, habt ihr mit meinem Ei gemacht, Alter? Was für mit deinem Ei, Junge? Was sagst du da? Bro, steckst das du geht gar hast nicht, du was fit, damit Mann. Zu tun? Nein, ich war ja nicht bei meinem Ei. Plötzlich sehe ich bei Trida, dass er dir schreibt, komm vorbei, es ist passiert. Und dann sehe ich jetzt das hier. Was ist das? Ja, irgendein Countdown. Die Frage ist, für was? Dass das Ding gleich schlüpft oder was? Oh. Boah, ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Countdown fürs Schlüpfen wäre richtig geil. Oha, dann kommt dein Sohn raus, Kiro. Ja, richtig. Dann kommt einfach dein Sohn raus, checkst du das? Richtig, das Chaos-Hühnchen. Dann hast du noch einen Huhnsohn. Ey! Was? Das ist dann das erste Huhnsohn, ja? Ein Huhnsohn kommt da raus. Okay, Leute. Boah, das wäre so geil. Mal kurz. Zitashi? Gönn dir? Yo, Clip bei Oreo, was geht? Gönn dir? Tsu, komm mal her. Ja. Hier. Du kriegst ein Goldapfel hast du mir gedroppt. Du kriegst das. Boah. Danke für einen Goldapfel. Ja, passt. Ich hoffe, es passt. Okay, ihr habt alles bekommen, oder? Wieso hast du das jetzt gemacht? Keiner war online, oder? Alles gut? Da kommt Stani raus. Was? Aus dem Ei kommt Stani raus? Ja, stellt euch mal vor und dann brüllt er uns an. Oh oh. Na, sieh, was geht. 5 Live schaust du gerade, Alter, crazy. Es schlüpft dein Ei. Endlich die Weltherrschaft übernehmen. Ja, wenn das Ei einmal schlüpft, dann habe ich die Weltherrschaft über die Insel. Warum nennst du mich Onkel? Ich bin nicht dein Onkel, was sagst du da? Onkel Essie, vielleicht ist da drin die Liebe zwischen mir und Moni. Du musst lauter reden, ich höre dich nicht. Vielleicht ist da drin die Liebe zwischen mir und Moni. Ja, das gönne ich dir vom Herzen, sag ich dir ehrlich, aber ich glaube. Was? Die Liebe ist schon für Timmy. Was geht, Moni, High New World und Abby? Deswegen, schön, dass du auch da bist. Haben die sich? Wir kommen aber wieder zusammen, Kiro, Alter. Willst du mich auch bald heiraten? Ja, wollen wir heiraten, Alter? Auf gar keinen Fall. Ja, wie? Ich will mit den Höllenkriegern erstmal nichts zu tun haben. Wir werden noch dicke Romanze haben. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wo die Höllenkrieger sind. Die haben schon wieder verschlafen oder so. Wir müssen jetzt herausfinden, was das zu bedeuten hat. Ich frage mal meinen Chat ein bisschen, ich komme gleich. Hey, Tridan kriegt doch immer irgendwie Bücher von dem Ei, habe ich gehört von meinem Chat.
Wie wär's damit? Was kriegt der? Der kriegt irgendwie anscheinend Bücher, also das Ei redet anscheinend mit ihm. Hä? Also wenn, dann muss er es wissen. Dann soll er mal mit uns reden. Ja, echt so. Tridan, Kiura hat gerade was preisgegeben, ist das wahr? Ah, jetzt ignoriert er uns. Ich glaube, der hat uns auf stumm oder so. Warte mal, ja, 11:11 vielleicht. Um 11:11, das ist eigentlich eine gute Theorie. Um 11:11 sind jetzt schon einige Dinge passiert. Genau, und der Server wurde geschlossen und ist dann, glaube ich, erst um 11:11 wieder online gekommen. Richtig, richtig. Es hat immer mit der Zahl 11 zu tun. Also, ich glaube, ich komme um 11:11 wieder hier zurück. Vielleicht passiert dann was. Ja, ich glaube 11:11 könnte irgendwie Glück von explodieren. Oh, ich bin so gespannt. Mein Unheils-Ei schlüpft einfach bald. Oh mein Gott, Leute. Der ist, glaube ich, AFK. Er soll mal nicht AFK sein. Er behauptet doch, dass das Ei mit ihm redet. Er ist doch hier komplett verrückt. Au. Egal, für mich geht's erstmal zurück zu meinem versklavten Dorf. Moni und Timmy werden wieder zusammen sein. Glaubst du? Ach, Digga. Miau. Ich frag mich gerade, warum Lukas das eigentlich so beschenkt hat und dann sich so komisch verhalten hat. So, ja, alles gut. Was? Der Schmutzclan ist auf dein... im Völlig. Bro, was schreibst du da? Jetzt habe ich mich hier irgendwie kurz gerade verflogen. Ah ja, guck mal. Zack. Oh, ich hätte eigentlich auch noch ein paar Karotten mitnehmen können. Hallo Kiro, hab dich abonniert. Ich küsse doch dein Herz. Hast du einen neuen Skin? Nein, noch nicht. Ja, das ist noch mein ganz normaler Skin. Wir haben ja, sag ich mal, so ein kleines Abkommen mit Reinhold gemacht. Also Reini. Reini Reinhold. So. Wollt ihr vielleicht... Warte mal, ich mach den auch ein bisschen Brot, hä? Vielleicht habe ich jetzt auch genug an Betten hingestellt. Das wäre natürlich fresh. Könnt ihr aufhören, Weizen zu platzieren? Reicht das noch nicht? Okay, schade. Ah, das nervt. Das nervt für die Höllenkrieger. Er musste jedem Spieler ein Geschenk geben. Ach so. Und wieso? Wieso macht er sowas? So, ich stelle jetzt einfach hier noch auf ganz chillig ein paar Betten hin. Weil ich habe jetzt auch nochmal ausgiebig gegoogelt. Also es lag tatsächlich daran... Ach komm, ich lasse Shader an. Das sah gerade so schön aus. Bist du noch Höllenkrieger? Natürlich. Es lag tatsächlich anscheinend daran, dass zu wenig Betten allgemein platziert wurden. Was ich auf jeden Fall sehr interessant fand. Also das habe ich halt einmal gegoogelt gehabt, beziehungsweise ein YouTube-Video dazu angeschaut. Aber jetzt damit, dass hier unten noch hier Betten sind. Was? Yakari, großer Adler. Ich glaube, Kianisch hat schon wieder Probleme im Kopf. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Oben sind jetzt nochmal zwei weitere. Das sollte doch jetzt mindestens reichen. Yo, Dekadani. 90. Was machen Sie hier in meinem Haus? Geh weg, Alter. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch eine Baumplantage. Die kommt hier dann natürlich auch direkt hin. Das heißt, ich mache hier eine richtig dicke, freie Fläche und mache dann Bäume und Mass hin. Ey, Kiro, du bist sehr kegisch. Grüß doch dein Herz, Nasim. Uni hat dir ein Herz gegeben.
Es geht, was macht ihr? Also ich verschlafe noch weiter in mein Dorf. Ich war gerade kurz bei dem Unheilsei. Und da ist irgendwie so eine Art Countdown losgegangen. Also so ein kryptischer Countdown irgendwie. Und ja, mal schauen. Also ich würde da wieder hingehen um 11.11 Uhr oder bis jemand im Chat irgendwas sagt. Also halt im Ingame-Chat. Ob da halt irgendwas passiert, das ist jetzt so die Frage. Weil irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht bei Mai. Chicken auf die Eins. Ich prank letztens mit Muni und Timmy, ging fast nach hinten los. Naja, es ist ja irgendwie nach hinten losgegangen. Kann man ja schon fast sagen. Ey, da fällt mir aber gerade ein, so als kleine Sidequest, dass ich ein paar Tiere einzäune und die vermehren kann. Das fehlt natürlich auch von vorne bis hinten. Dafür brauche ich noch ein bisschen Holz, weil dann mache ich Zäune einfach auf ganz süß. So, einfach mal ein paar Häuser auseinandernehmen. Weil dann mache ich hier noch eine kleine Tierfarm auf jeden Fall hin. Alles andere macht gar keinen Sinn. Warte mal! Da ist ein Baby-Villager! Jetzt muss der nur noch hierher laufen eigentlich. Wieso läuft der hier nicht her? Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich stoße ihn mal hier in die Richtung. Eigentlich sollte er genau so da jetzt einfach reinlaufen. Plumps! Und... Ups. Ich habe mich verlaufen. Und jetzt ist er einfach hier. Und wenn er ausgewachsen ist, dann kann ich ihn mit der Minecart einfach befördern. Okay, es hat funktioniert, Freunde. Es hat funktioniert. Du hast ein Gold... Du kannst eine Goldfarm machen und unendlich viele Äpfel machen. Ja, das ist auch noch mein Plan. Also ich habe vor, hier auf jeden Fall alles mit Farmen zuzumachen. Mit Baumfarm, Eisen, Golemfarm, vielleicht noch eine Raidfarm hier noch direkt hinstellen. Dann im Nether direkt, also hier ist ja mein Portal drin, dort dann eine Goldfarm noch herzustellen. Also das sollte auf jeden Fall hier vom großen Nutzen sein, weil jeder irgendwie gefühlt seine Geheimnisse hat und so. Das feiere ich halt gar nicht. Guck mal hier. Für einen Emerald kriege ich 6 Brote von dem. Das ist ja witzig. Aber der ist jetzt auf jeden Fall erstmal beschäftigt. So. Okay. Ich brauche Baumsetzlinge. Beziehungsweise mache ich jetzt mal kurz den Käfig. Wäre hier glücklicherweise schon ein paar Tierchen. Aber das reicht definitiv noch nicht. So, Sticks. Dann machen wir Zaun. Okay. Machen wir einfach so und so. Und den hier. So. Und dann brauche ich noch Wolle. Und das ist 2, oder? Ja, perfekt. Dann habe ich nämlich Wollenteppich. Dann brauche ich da nämlich nicht so dem ich hüpfen. Warum bin ich der Einzige auf Twitch? Weil, also Twitch ist allgemein viel ruhiger bei mir. Aber heute sind natürlich auch die ganzen großen YouTuber gerade live und alles drum und dran. Deswegen wird der allgemeine Livestream sehr, sehr ruhig sein heute bei mir. Aber es ist fein. Warte mal. Ich glaube, dieses Schaf kann ich einfach ganz entspannt da hinten hinlocken. Da, wo schon ein Schaf drin ist. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Roma Miet. Hey. Kommst du? Oh, hallo. Hey, der prankt mich. Easy Tastic und nee. Oh Gott, und nee. Nee. Jetzt geht's da schon wieder los. Was geht, Dylan, was geht? Willkommen, schön, dass du da bist. Erstes Gespräch mit Dr. Kian Hammer Ella Apfelsine, Digga. Was stimmt eigentlich mit Kian? Das ist nicht, Digga, jetzt mal Retalk.
Komm hier. Und dann mach ich einmal den hier. Hallo. Kommen Sie, kommen Sie. So. Prank, es gibt gar nichts zu essen. Ciao, ciao. Da merkt man, Chicken sind nicht so anstrengend. Ehrlich, Digga. Oh, Rhiney ist auch da. Oh Gott, die ganzen Schattenkrieger sind fast da. Und die Crystalkrieger. Und von den Höllenkrieger bin bloß ich gerade aktuell da. Mann, was geht? Ach, Manu. Boah, da drüben in der Richtung habe ich irgendwo Kühe gesehen. Das wäre auch natürlich huge, wenn ich die bekomme. Lass mal abchecken. Ich heiße Joel. Okay. Vier Zuschauer. Ja, die sind gerade alle drüben so bei Sue und alles drum und dran. Da habe ich halt zu spät angefangen zu streamen. Die sind schon alle versorgt. Kommt mit. Ich will die auch hier in der Nähe halt haben. Von dem Dorf. Ey, du zweite Kuh, komm jetzt mit. Aber Tobi und so sind noch nicht hier. Komm mit jetzt. Digga, hör auf mich zu pranken. Ist es hier sicher? Ich lasse jetzt hier irgendwo runterfallen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Der, die zweite Kuh prankt schon wieder. Hallo. Hier kommt's. Hier kommt's. Okay, es wird wirklich dunkel. Ich muss den Shader deaktivieren. Die zwei. Digga. Es reicht doch jetzt langsam. Komm hier jetzt. Ich hab's fast geschafft. Bau das jetzt einfach hier hin. So. Ups. Ups. So, nix gibt's hier, Lutscher. Zick, zick, zack. So. Aber perfekt. Dann habe ich hier zwei Schafe, da drüben zwei Kühe. Damit kann man definitiv was anfangen. Und hier wächst das Weizen. Das heißt, damit kann ich die dann auch schlussendlich vermehren. So, guck mal. Ich ersetze mal hier einiges durch Weizen. Jetzt habe ich auch noch vier Stück, bedeutet, ich kann die einfach direkt mal paaren lassen. So, guck mal, eins, zwei. Viel Spaß. Die Hühnchen und die Blümchen. Jo, magst du Hähnchen? Sind die süß? Jura auf die eins, der Mann. Darf ich euch Höllenskins machen? Gratis. Und ich bin sehr kreativ und sehr gut im Kunst. Rainier macht schon Skins für uns, aber ich danke dir für das Angebot. Wir haben da nämlich schon ein Abkommen. Ja, zisch doch ab. So, ihr dürft auch. Mir fällt gerade auf, dass ich am besten hier alles mal ausleuchte. Wie man sehen kann. Gibt es Kreaturen, die es hier nicht wirklich gut mit mir meinen. Darauf habe ich jetzt nicht so Bock. Ich leuchte einfach hier alles aus in dem Dorf. Da kann schon hier nichts spawnen. Hier auch eins, hier auch eins. Hier ist auch immer wieder was am Spawnen. Denkst du, Rhiney verarscht euch?
nachdem der Video gesagt hat, am nächsten Tag und so, und dass nichts passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da drüben ist einfach ein Kirschblütenbiom, cool. Aber die Anzeichen sind auf jeden Fall nicht gut. Also, wenn es schon so lange braucht, plötzlich. Guck mal, das Weiße kann ich eigentlich auch mitnehmen. So, alles ausleuchten. Was geht, Giro? Ein Krieger auf die Eins. Was geht, was geht? Und ich grüße niemanden. Guten Morgen miteinander. Digga, was? Jemand anderen abschießen, Junge! Ich nehme direkt mal ein bisschen Kohle wieder mit, dass ich noch mehr Fackeln machen kann zur Not. Wie, mein Inventarplatz ist voll. So, hier. Das ist früh am Start. Was geht, knittriger Master? Guten Morgen, Samut. Amy, Kiro ab zu Mai. Vielleicht wird etwas passieren. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube erst um 11.11 Uhr eigentlich. Der Timer ist da halt jetzt so dran. Ich kann gleich mal rübersteppen. So. Ich glaube mal, das ist hier ausgeleuchtet genug jetzt. Dass hier nicht mehr irgendwas passieren kann. Dann husche ich doch mal geschwind zum Ei. Wenn ich erstmal mein Inventar weggemacht habe. Nein, um 10. 10 sagst du. Da könntest du natürlich auch recht haben. Weil die damaligen Unheil-Events, die sind ja immer so um 10 haben die gestartet oder so. Yo, unvorstellbar, was geht? Willkommen im Stream. Viele Sticks brauche ich nicht. Wie viel Gold habe ich? Dann mache ich mir kurz ein paar Goldäpfel. Drei Stück kann ich machen. Ja, ich brauche definitiv noch eine Goldfarm. Egal. 3 ist besser als 0. Habt ihr gesehen, wie gut ich wetten kann? Glaubst du, dass Moni und Timo noch zusammenkommen? Also zweite Chance sind ja immer da, weil ich meine, Chantal war ja ich, Bro. Chantal war ja ich, also... Bevor ich jetzt zum Ei gehe, mache ich mir mal hier einen Weg zur Bedrock-Decke. Damit ich mich dann da früher oder später rausbacken kann. Oh, oh. Ach ne, warte mal. Das ist ja egal. Ich liebe es, ein Höllenkrieger zu sein. Seht ihr das? Einfach ganz entspannt. Auch ein bisschen hier so in der Wendler-Treppe-Style. Ja, da ist schon Bedrock. Also das ist noch nicht der ganz oberste Layer. Das hier wäre der oberste Layer. Aber hier komme ich nicht richtig ran. Lytra könnte das klappen, oder? Auch nicht ganz, ne? Ja, es muss noch mal einen anderen Weg geben. Es ist so dunkel. Sieh mal. Ja, yeah, hier. Hier wird's funktionieren. Wisst ihr, was ich vorhab? Ihr sollt natürlich auch Obsidian mitnehmen.
Wurde gesagt um 10. Was wird der jetzt schon wieder hier Stress oder was? Hab Timmy verschüttelt. So, ich mach mal kurz noch diesen Bedrock-Decken-Glitch. Dann mache ich hier eine Leiter. Enderperlen habe ich. Dann sollte ich meine Obsidian mitnehmen, dass ich oben direkt ein Portal bauen kann, weil sonst komme ich nicht mehr zurück. Und Feuerzeug. Wo ist das Feuerzeug hin? Sehe ich das gerade nicht? Ach nee, ich habe es im Inventar. Logisch. Will die Deckrock moven. So, jetzt passt mal auf. Jetzt, Kinder, ihr könnt was lernen. Naughty Hero. So. Schon, es wird sich zwar jetzt ein bisschen mit dem Portal hier unten beißen. Aber egal. Mal schauen, wo ich dann halt immer rauskomme. Okay, genau, hier. Das heißt, jetzt kommt Tutorial. Sehr aufmerksam zuschauen. Es muss an der obersten Schicht eine Leiter hin. Dann diese Leiter muss man dann halt hinhüpfen. Das ist jetzt hier natürlich nicht cool gemacht. Aber... mein Gott. Wieso lässt er mich jetzt nicht? Brauche ich noch eine Leiter? Was soll das denn jetzt? Lass mir da einfach hinhängen. Ich probier's. Ja gut. Dann hole ich halt noch eine Leiter. Oh Mann, Leute. Wo sind die anderen? Die sind wahrscheinlich, glaube ich, beim Ei oder so. Oh, Tobi ist mittlerweile auch online. So. Immer nochmal Leitern gemacht. So, und jetzt führe ich euch nochmal den Trick vor. So, jetzt aber hier. Es ist noch kein weiterer Höllenkrieg online. Das ist schade. So. Also man hängt sich hier an die Decke hin und dann mit der Enderperle durch. Habt ihr das gesehen? Krass, oder? Ich markiere mir jetzt hier den Bereich. Wir sind hier auch in einem Crimson Forest. Ich glaube, in einem Crimson Forest. Da kann ich keine Goldfarm machen. Da muss ich, glaube ich, ganz normal im Nether sein. Also halt in dem normalen Biom. Ich glaube, so war das. Eins, zwei, drei. So. Portal steht. Einmal anzünden. Und dann gehe ich durch. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt jedes Mal rauskommen werde. Wenn es über der Bedrock-Decke ist, dann wäre das jetzt nicht so cool. Aber sieht ganz nice aus. Sieht ganz gut aus, weil dann laufe ich lieber hier hoch und mache immer wieder den Trick. Als dass ich immer wieder direkt oben rauskomme tatsächlich. Weil dann ist es noch geheimer. Kann man da nicht per Zufall irgendwie mal drauf stoßen oder so. Das finde ich gut.
Einmal eine warme Dusche abholen. Easy. Oh, mein Kopf. So, jetzt gehe ich mal zum Ei. Das habe ich kurz verzählt jetzt. Lukas will dich opfern für das Ei. Jetzt bei dem oder was? Oh, das ist jetzt hier bei meiner. Was machen die? Wer ist da? Ist das Tobi? Nee. Doch. Moment. Hallo, die Damen. Hallo. Guten Tag. Hey, Kiru, was geht? Hast du eigentlich schon das auf dem Ei gesehen? Das sieht mega cool aus. Ja. Auffällt er sich so? Lukas, ich habe was sehr Interessantes gehört. Was denn? Mein Chat sagt, du willst mich opfern. Für was? Der meint das ernst. Du hast verkackt. Der meint Spaß, das komplett ernst. Opfern. Nein, wir wollen gar nicht zu Elytra an. Wieso opfern? Für was opfern? Ja, wegen dem Ei. Wegen dem Ei, weil das mein Ei ist. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn wir dich töten. Du musst das Ei doch wärmen. Oder nicht? Du musst das Ei doch wärmen, hä? Ja, natürlich. Guck mal, deswegen bin ich ja hier. Mit all meiner Liebe und meiner Kraft wärme ich das hier. Ja, ist doch gut. Aber was sagst du dazu, dass letztens die Höllenkrieger meine Clanmitglieder angegriffen haben? Itachi und Flo. Kiro? Ja, also ich fand das relativ nett. Und ihr habt sogar Freunde von Flo entführt, habe ich gehört. Ja, Elina und Gambo, weil die sollten halt einfach ganz normal Höllenkrieger werden, weil die wollten ja Spaß auf der Insel haben und Höllenkrieger zu sein bedeutet Spaß auf der Insel. Ja, keine Ahnung. Das reicht mir eigentlich schon. Ja, yeah, okay, übertreibt. Wir müssen. Ey, ich hab Levitation. Für die Allgemeinheit. Jo! Tut uns leid, Mann. Oh mein Gott! Beruhigt euch, Mann! Es tut uns leid, Mann. Was? Warum? Wir müssen das machen. Was für wir müsst? Was für müssen, Digga? Ich will es auch gerade gar nicht machen, aber wir müssen. Hä? Was macht ihr? Hä? Komm hier weg! Oh, die sind so schlecht. Was ist der Plan jetzt dahinter, Digga, hä? Ich mach das mal hier aus. Ja, die reden was von müssen, Digga. Warum bin ich der einzige Höllenkrieger eigentlich online? Bro, ich muss sofort an irgendeine Ender-Chest hin. Digga, vor allem, er schießt mich mit Pfeilen von sanften Fall ab, Bro. Ich bin einfach vom Ei runter gegleitet, so, ey. 3 IQ-Skill-Issue, sage ich euch. Okay. Ich muss am besten irgendwie zu Alpha Steich hier ins Haus oder so. Oh, warte mal, wo habe ich da meine Totems? Hier. Ich nehme mir mal vorsichtshalber 2 raus. Die reden davon, dass die mich opfern müssen. Leute, könnt ihr mal abchecken, wieso die das machen?
Da unten sind sie, Digga. Boah, wenn ich jetzt TNT dabei hätte. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt TNT dabei hätte. Was bereden die da? Hab ich da irgendwen getroffen? Nee. Jojo! Stecken! Vielleicht hau raus! Alle. Ich hau okay, also sagst du. Warte, das ist ja. Wo hat das gewusst, Leute? Ist der ein Hacker? Virus da. Wir müssen ihn holen. Jungs, wie warst du denn? Digga, was ist eure Mission? Wartet, Jungs! Was ist eure Mission, Digga? Ey. Oh, ihr checkt's nicht! Hä? Wen denn sonst? Guck mal, was, erzähl mir nochmal genau der Satz, der da stand. Leute, ihr müsst das nochmal ranschreiben. Was stand da genau? Hat irgendwer den genauen Satz? Opfert einen. Aber weißt du, ob was passiert, wenn du es nicht tust? Nein, weiß ich nicht. Wer sagt, dass du es machen musst? Ich weiß es nicht. Wer sagt das? Niemand, aber die Leute schreiben mich, ich soll es machen, weil ich sonst eine Strafe bekomme. Wo steht, dass du eine Strafe bekommst? Nirgendwo. Okay, wir belauschen, Leute. Bro, und Bestrafung? Bro, wir sagen die ganze Zeit, wir sind für die Gerechtigkeit. Warum sollen wir jetzt irgendeinen Unschuldigen, der nichts damit zu tun hat, das machen lassen? Das Ding ist, er ist nicht unschuldig, Bro. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst. Bro, er hat Flo und mich angegriffen. Und er hat Freunde von Flo entführt. Er hat mich auch angegriffen, ja, aber das gerade mit der Geschichte hat nichts damit zu tun. Ja, wen willst du ausheben? Also ich sag ehrlich, wir müssen, glaube ich, wen opfern. Das Ding ist, ich weiß nicht. Nehmen. Lass uns selber nehmen. Aber das steht Opfert. Okay, hier ist der Satz. Findet ein Spieler und opfert, Mehrzahl, opfert ihn für das geheimnisvolle Ei. Und das ist gekommen, als wir alle drei zusammenstanden. Ich glaube nicht, dass wir uns selbst opfern können. Bro, aber so sind wir doch gar nicht. Ja, aber wir kriegen doch ihre Sachen alles wieder. Habt ihr mit dem Gerät? Vielleicht will das ja auch freiwillig machen. Wieso müsst ihr das mit Gewalt machen? Jo, das ist gerade ultra spannend, Leute. Was er jetzt auch macht, dass wenn wir ihn davon überzeugen wollen, dass wir gar keine Chance haben, weil er direkt wegläuft oder sowas. Aber mir ist recht egal, aber das Ding, ich hab Angst, dass Lukas eine ekelhafte Strafe bekommt. Ich glaube, du dich und mich. Ich will auch nicht, dass Lukas eine Strafe bekommt. Natürlich will ich das nicht, aber. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, ich vor allem ist es eine Hauptquest. Bisher sind die nächsten Quests immer nur dann gekommen, wenn ich die davor abgeschlossen habe. Was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache, ich zwar keine Strafe bekomme, aber diese Quests einfach aufhören? Und dass sie irgendwas, wir könnten dadurch irgendwas herausfinden über das Ei, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, also er will mich auf jeden Fall opfern, um irgendwas aus dem Ei rauszukriegen, weil er irgendeine Quest bekommen hat, um das zu machen. Wie wollen wir es machen? Die Frage ist, wie machen wir das? Habt ihr ihn einfach gefragt, ob er es machen will erstmal? Nee. Er war bei uns, hat gesagt, ihr wollt mich opfern. Und ja, dann ist er weggeflogen. Weil er Angst hatte. Wo geht er hin? Ich höre sie nicht mehr. Ja, bitte. Ja, okay. Ich glaube, dein Ansatz ist gut, Tridan. Ich glaube, das ist wirklich der Richtige. Ich glaube, Worte werden nicht. Wir reden die ganze Zeit. Wir können ja irgendwas anbieten oder sowas. Ja. Okay, die wollen mich jetzt überzeugen, dass ich zu denen gehe. Die wollen mich jetzt überzeugen, dass ich mit denen einfach darüber rede. Aber Lukas bekommt eine Strafe, wenn er die Quest nicht abschließt. Was ist? Leute. Was ist, wenn ich das jetzt einfach so rauszögere, dass Lukas sozusagen irgendjemanden opfern muss? Weil ich bin ja sozusagen das Feindbild von allen irgendwie. Was ist, wenn ich das so rauszögere, dass Lukas seine Strafe bekommt? Oh, hallo! Wolltest du uns belauschen? Nee, ich wollte, ich dachte... Ey, Lukas! Ja?
Warum steht überall auf den Wänden, dass du Moni gut findest? Nein, Spaß. Moni? Ich mach Spaß. Seit wann ey. Macht der Schattenkrieger so Fitner? Ja, ey. Jetzt werde ich dich töten. Nein. Ey. Ich hab euch belauscht, ich war im Nether. Was, wie soll ich euch da belauscht haben? Ey, Lukas, erstmal, Lukas, entspann dich mit deiner Schuhgröße 43, okay? Das kann nicht sein. Chill. Und jetzt zweiter Punkt ist, Lukas, ich glaube, du schwitzt unter deiner Rüstung ein bisschen zu streng. Ja, willst du die mal sehen? Die Warte mal, habt ihr neue Farben? Ich habe dir jetzt gesagt, ich hab sie belauscht. Lass das klären, sagt Tridan. Warte mal. Okay. Ein bisschen so ein dunkleres, gefährlicheres Lila mit ein bisschen Blauton. Du ein gefährliches Lila natürlich, ne? Nicht gefährliches. Ganz also gefährlich. Wenn du damit durch Hannover Stadt rumläufst, dann kriegen die Leute Angst, ne? Na, sag ich dir auch, also. Aber hör mal zu jetzt, es gibt ein kleines Problem. Hör zu. Wie, es gibt ein kleines Problem? Was denn? Ich muss mit euch reden, das ist wichtig, kommt an den Tisch. Du musst mit uns reden? Ja, Mann. Okay. Jetzt sagst du, dass du kacken musst, ne? Nein, Junge, jetzt lass uns mal Tacheles reden wie richtige Männer, oder? Okay, jetzt reicht's. Okay, also ich fang an, alright, okay? Okay, ich stimme also, zu. Leute. CK ist Red Flag. Also, und zwar habe ich ein Problem. Ja. Und das Problem hat einen Namen. Ja. Es heißt Timmy. Timmy? Ja. Ja, das ist ein Problem, das wir, glaube ich, Moment, alle kennen. Ich mache euch ein Angebot. Jo, nach die 7 Nether Quartz, eine Karotte, eine Chorusfrucht, 2 Fischköpfe und eine Feuerwehr. Das macht gern, ist da. Für seinen ganz, Kopf. Ganz kurz, ey Kiro, du kannst auch vom Boden hochkommen, ne? Nur mal so. Ey Kiro, du bist heute wieder als Frau da oder als Mann? Du musst keine Angst haben. Ich weiß das genau, dass du unter mir bist. Das reicht, Kiro. Wenn du hier bist, dann schreib mal irgendwas im Chat, dann können wir mit dir reden schon mal. Du musst. Ey ja! Kiro, wenn du hier bist, dann zeig dich nicht. So, okay, ich zieh durch. Wie dann? Wie, die haben jemand? Wo bleibt der jetzt? Ist eine Falle, oder? Ich zieh sofort durch. Ich zieh sofort durch, wenn nicht nur Tridan kommt. Hä? Was war das? Das Ei ist schwarz! Was? Auf einmal abgelaufen! Was habt ihr gemacht? Kiro, was hast du mit deinem Ei gemacht? Ey, warum ist das jetzt schwarz? Ich schwöre. Es ist abgelaufen! Ich bin so erschrocken gerade. Es ist abgelaufen! Habt ihr mein Ei gerade zerstört? Man sieht ja gar nichts einfach. Leute, es ist 10 Uhr. 10 ja, Uhr? Auch ohne Shader sieht man nichts. Digga, 10 Uhr war doch immer... Es ist einfach pechschwarz. 10 Uhr war doch immer Dings hier. Die Zeit von... Was passiert mit deinem Ei? Ja, aber... Ich würd's gerne... Deswegen haben wir hier gewartet, aber... Kiro, was hast du gemacht? Kiro, ich hab nichts gemacht. Baby abgelaufen. Die wollen, Es ist abgelaufen, ja. Ey! Die wollen hier, keine Ahnung, Alter, ihr macht hier mal ein Ei kaputt oder so. Nö, kann man nicht. Ich glaub nicht, ich hab schon versucht. Ey, lasst mein Ei in Ruhe! Das Ei ändert sich. Jo, wie dunkel ist das? Da müssen wir ihn jetzt noch. Das ist echt schwarz. Warte, ich flieg mal ein Stück weg. Warte, Titashi, was ist, wenn die Quest gar nicht war, jemanden wirklich zu opfern, sondern nur jemand, der bereit war, sich zu opfern? Jungs, was passiert hier gerade? Jetzt mal Retalk. Keine Ahnung. Das ist ja übelst weird. Okay, ich halt mir mal kurz fest. Um Tobi 9 Uhr will sich erschien hier so ein Countdown. Ey, und um 10 Uhr ist gerade quasi die Farbe hat sich verändert. Ich noch einmal das Eis ist abgelaufen. Und der Sound war geistesgestört gerade. Ja, und du wirst eine grüne 9 erleben. Schimmel an deinem Aikido. Ändere mal was dagegen. Es ist so dunkel, man sieht die einzelnen Dings gar nicht. Die einzelnen Blöcke. Ja, man sieht die einzelnen Blöcke nicht, ne? Auch ohne Shader sieht man es gerade so, aber... Ja. Ey, das ist voll die geile Arena. Also ohne Shader kann man auch ohne Shader. Das ist einfach, das ist wie Fanta Black, das schwärzeste Schwarz auf der Welt. Schwarz einfach. Nee, aber oder so drin. Ein bisschen ist da noch ein bisschen Textur. So, oh mein Gott. Es reicht ja nicht. Warum feilt die Schattenkrieger? Oh mein Gott, Schattenkrieger. Er hat angefangen. Schattenkrieger, Höllenkrieger, oh mein Gott. Schlingelei. Lukas, was meintest du? Oh mein Gott, ich euch jetzt, Kinder.
Oh mein Gott, aber warte mal. Chiro, wir reden gleich. Lukas, wo ist Lukas? Alter, das Eis, das Eis so schwarz wie Tobi Skin. Nichts mehr. Das Eis so schwarz wie dein Skin, Tobi. Was hat das zu tun? Ist einfach 10-mal so groß wie der Enderdrache. Hä? Digga. Sag jetzt. Vielleicht müssen wir in Tobis Tobi Skin. Ja. Tobi ist deine Warum ist das Ei jetzt so schwarz wie dein Skin? Ich hab keine Ahnung, Mann. Bro. Ganz ehrlich, Tobi, ne? Ich dachte, du weißt das, Kiro. Er weiß es. Wisst ihr, was man aufgefallen ist? Ja, Retalk. Reini! Ja? Hast du eigentlich die Skins schon fertig? Ey, Lukas, natürlich habe ich die Skins schon fertig. Ja. Warum habe ich den da noch nicht Aber ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Okay, wohin? Es sind nur Skins, Digga. Ja. Aber, warum sollte ich euch die geben einfach so, wenn ihr das wir haben doch, macht? Wir haben doch ein Abkommen gemacht, Digi. Ja, und ihr sollt angeblich also, Informationen über das Ei haben. Ja, richtig, haben wir auch. Das soll ich euch glauben. Ich glaube euch kein Wort. Was für? Tridan, bist du anwesend? Ja, ich bin anwesend. Ich glaube, wir haben schon keine Ahnung, was... Nein, wir haben schon oft genug mit Tobi geredet. Du hast gerade eben gesagt, ich wusste das. Ich wusste das. Du hast doch Und gehört, das ist mein Ei, Digga. Natürlich haben wir Infos. Hä? Das Ei verschimmelt. Oh, Tinte. Tridan, lügst du mich echt nicht an? Bro, wir können gerne unter vier Augen reden. Die Höllenkrieger haben Informationen, sagst du, also, Tridan? Guck mal, die Sache ist die, dass die Kristallkrieger ständig irgendwelche Bücher bekommen. Informationen habt. Ja, also hast dann du hast du gesagt, du hast mit den Höllenkriegern geredet. Tobi, hast du Informationen? Also die Kristallkrieger haben ständig irgendwelche Bücher bekommen von dem Ei. Das finde ich halt schon ein bisschen komisch. Zumindest nicht, weil die sagen kann. Warum nicht? Bücher von dem Ei? Ey, hör auf, mich zu schlagen. Ich habe die vorher auch noch belauscht. Irgendwie, Lukas hat Quests bekommen vom Ei oder so. Wie, er hat Quests bekommen vom Ei? Ja, die Kristallkrieger halten uns irgendwie für dumm. Was für Quests hat er bekommen? Nein. Keine Ahnung. Die kriegen Bücher von dem Ei, sagt Tridan. Ey, ich sag gar nichts! Warum mit alles auf mich geschoben? Digga, also Tridan ist an allem schuld, genau. Ich komm auf und muss studieren, gefühlt. Er hat doch gar nicht gesagt, dass irgendwas... Man sieht, ey, man sieht gar nichts hier, ne? Was ist jetzt mit dem Weg angucken. Aber das Geräusch hat sich auch nicht geändert. Es war kurz nur dieser Moment. Ja, richtig. Es war dieser komische Sound und jetzt wurde es... Das ist schwarz. F3? Was soll ich damit F3? Einfach Fortnite. Oh, wir müssen Alt F4 drücken, F3. Schreibt bei mir jemand in den Chat. Alter F4! Digga, so lustig. Commit? SU Commit, kannst du das nicht allen sagen oder was? Ja, siehst du? Ja, du hast mir auch noch nichts erzählt, ne? Ja, die bekommen nämlich Bücher! Ja, dann komm halt nicht mit. Da will ich es nicht sagen. Oha. Kann ich mitkommen? Digga. Nö. Kann ich mitkommen? Okay, Kuss. Kiro, ich komm mit. Du? Ja. Nein. Ja, wieso nicht? Du hast mich gestern noch angegriffen. Dann wären wir wie ein Skafander. Ja, und jetzt können wir zusammenhalten. Was los? Du wolltest gerade schon nicht kooperieren. Hä? Bro, wenn ich verfolgt werde, um irgendein komisches Ritualopfer zu werden, habe ich natürlich keinen Bock drauf. Du hast Sitachi und Flo angegriffen, du hast Lukas angegriffen, du hast mich angegriffen und jetzt willst du kooperieren? Ich das bin oder das war alles nur Verteidigung, okay, immer nur Verteidigung. Ah, so. Verteidigung, ja. Hast du mich zuerst angegriffen? Ich habe irgendwas getan. Okay. Ja, das war, du hast mit Crystals gedroht. Chill, Jungs. Ihr droht immer mit Crystals. Ich bin ready. Für was? Schnell hinterher. Lukas, ey, Lukas. Hört mal zu jetzt. Warte einmal, wir müssen was Richtiges. Wir hören uns zu. Ich schreib dir kurz hier, wo. Ach, die wollen jetzt nicht reden, Digga. Tobi ist auch ein Huhn unter seiner Maske. Wusstest du das? Ey, sind von Reini, das ist harte Arbeit. Digga. Warte, Reini. Bro, wo ist Reini? Komm mit hier. Wir gehen ins Loch der Locher. Was geht so? Wer wird geschrieben? So, mein Lieber. Oh, Reini, spazieren. Geh in die Ecke der Verdammnis. So? So, geh in die Ecke der Verdammnis. Bist du bereit? Okay, mein Sohn. Also, wir befinden uns hier in einer öffentlichen Vernehmung, ja? Die wurden angeklagt und stehen im Verdacht,
eine Straftat begangen zu haben, nach Paragraph 31 des YouTuber-Inselgesetzes, und zwar des Betruges. Sie können sich zu der Meinung äußern, allerdings sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Haben Sie das verstanden? Sie können jetzt einen Anwalt konsultieren. Haben Sie diese Belehrung verstanden? Ja. Digga, was sind die? Lukas, dann fragst du die erste Frage. Okay. Und zwar, es geht darum... Wo sind die vermissten Kinder? Nein, Spaß, erzähl. Nein, Spaß. Erzähl. Nein, Spaß. Und zwar, ich weiß nicht, du hattest es jetzt eben schon angesprochen. Ich weiß nicht, eigentlich, ich möchte auch ein großes Geheimnis drum machen, aber... Du hast es auch eben, die Leute haben es dir schon geschrieben, ich weiß deswegen, ich kann es auch nicht verheimlichen. Ich entferne mich. Ich habe auch nicht einen Grund, das verheimlichen. Ja, aus Itachi. Solo-Leveling, oder? Ja. Und seitdem ich wieder auf der Insel bekomme. Hör auf, dem Verdächtigen Tipps zu geben! Das läuft okay, da nicht wissen, verdammte Scheiße! Da kannst du sogar schon wissen. Aber ich muss dir auf jeden Fall sagen, ich habe eine Mitteilung bekommen, die gesagt hat. Ich weiß nicht, Leute, ihr müsst es nochmal genau reinschreiben, aber ich glaube, sie hat irgendwas gesagt wie: Findet einen Informanten, einen Geheiminformanten, der etwas über das Ei weiß. Raus hier, du Dreck. Guck mal, da sind zwei Chicken einfach. Und die Leute haben geschrieben, erstmal Tridan oder Tobi, aber von den beiden weiß ich, dass sie nicht geheim sind, weil mit denen habe ich schon geredet. Und die Leute haben dann deinen Namen geschrieben. Okay. Die Leute haben Reini geschrieben. Wir finden jetzt ein bisschen was heraus, Leute. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal konfrontieren. Sei der Anwalt. Reini. Wo warst du gestern? Stopp! Zwischen 18 und 20 Uhr. Ich bin der Anwalt von Reini. Was? Hast du irgendeine Ahnung, Reini? Lass mich. Er sagt jetzt nicht, warum er sein Anwalt ist. Wo warst du gestern zwischen 18 und 20 Uhr? Mein Mandant und ich gehen uns jetzt kurz beraten. Was hast du gestern zum Nachtisch gegessen? Reini, du musst keine Fragen beantworten. Was ist deine Schuhgröße? Reini, aufzureden! Chicken! Nein! Aufzureden, Reini! Was? Die zweite Person, die ich auch fragen wollte, ist Kiru. Kiru. Ja. Sei ehrlich, jetzt nochmal vergessen von eben. Wir wussten wirklich den Opfern, wir haben jetzt im Endeffekt Kieren genommen. Und das war wirklich die falsche Herangehensweise, sorry nochmal. Vollkommen richtig. Aber, ja, okay. Hast du irgendwelche Informationen über das Ei, die du noch nicht mit den anderen geteilt hast? Ja, das muss ich mit, meinem Mandanten besprechen. Reini, kommst du bitte mit. Was willst du von mir? Junge, der Einzige, der verdächtig ist, bist du, du halbes Proteinfilet. Sie sind mein Mandant, ich muss Informationen über das Ei mit ihnen besprechen. Also, okay. Lukas. Reini und Kiro und Zitashi an alle, die hier sind. Ich hab keine Ahnung, Bro. Wir haben ein ganz, ganz größeres Problem. Ja, ich auch nicht. Bro, was ist denn? Und zwar, Zitashi will was von... Nein, Spaß. Ey, jetzt ernst, Spaß beiseite. Spaß beiseite, jetzt ehrlich. Was denn? Ja. Der Verräter ist Tridan. Oha, warum Digga. Warum gibt's denn Verräter? Okay, hallo. Warum soll es denn Verräter geben? Also nicht Verräter, sorry. Verräter? Verräter, chill mal dein Popo. Verräter war das falsche Wort, Entschuldigung. Ich breche meine Wohnung ein. Bro, warum macht die TNT? Leute mit großer Nase sind manchmal sehr, sehr verräterisch unterwegs. Wer Kiros Kopf holt, kriegt 5 Euro PayPal. Ey! Im Format ist Tridan. Warum? Muss ja nicht negativ sein, weil mein Chat sagt mir, er hat ein Buch. Das stimmt gar nicht. Ich habe das Buch gesehen. In Bikinis. Was? Ich habe sogar mit Trina darüber schon geredet. Ich glaube nicht, dass es ein Geheim wäre, wenn er ein Informant wäre. Ja, aber wer ist sonst der Informant? Also ich check ich weiß nicht. Es nicht. Warum redet eigentlich das Ei nur mit Tridan? Ich weiß es auch nicht. Wieso? Seit wann redet das Ei? Ich wollte auch gerade sagen, ich habe keine Ahnung. Kommt alle zum Ei, wir klären das jetzt. Ja, geht alle auf mein Ei, richtig so. Eins gegen eins, meine ich. Ein Ei gegen Ei, Junge. Ein Ei gegen Ei kann ich maximal machen, Digga. So. Ei gegen eins. Leute, wir probieren einfach. Jeder redet jetzt nacheinander mit dem Ei. Und wir gucken mal, wem es antwortet, okay? Macht ihm am besten Komplimente. Also, ich fange an. Komplimente dem Ei? Das also, ist ein liebes Ei. Liebes Ei. Respektiere du warst mein Ei. Damals ein bisschen hübscher, bist jetzt ein bisschen hässlich geworden. Warte. Aber du sollst auf jeden Fall auch wissen, dass die Tasche volle Muni verknallt. Yo, ja. Kiro de Chico Feld, was geht? Ja, Mann, dein Herz. Ich hasse Tobi. Ah, hi Tobi. Kollege. Wieso hast du mich? Was soll das denn? Ey, wer sagt das? Warum, wer hasst dich? Du hast das gerade gesagt. Ey, ganz ehrlich, Tobi, du bist Yo! Yo! Hast du runtergeflogen? Tobi rastet direkt aus. Gut gemacht, Tobi. Ich bin stolz auf dich. Er wäre fast am Fallstand gestorben, oder nicht? Ja, okay, Lukas sagt ein schöne Worte über das Ei. Warum hat er mir nichts erzählt? Wo ist Reini? Reini meinte gerade irgendwie, wartet mal und er ist weg. Wo ist er hin? Wo ist Reini hin? Reini? Er hat halt was zu tun. Nein, er meinte gerade, wartet mal und ist weg. Tobi, noch Lukas. Einmal, noch ein Spruch Kieferbruch. Kannst du jetzt schöne Worte über das Ei sagen?
Was soll ich sagen? Schöne Worte über das Ei. Ei, ey, leg dein Eisstückchen weg. Sehr, sehr schöne, harte Schale. Sei nicht so frech, Kian. Yeah! Hey, entspann dich, Junge. Ja, das ist das. Ah, gerade. Ei, dein Countdown sieht sehr, sehr schön aus. Yeah! So, Kiro, ey, gut so, gut bist so. Du, was das Problem ist? Sie testet jetzt du. Ich kann das Countdown. Sag schöne Worte über das Ei. Ja, man sagt. Ei. Sag, ich liebe Muni. Ein Huhn drin sein. Okay, ey, Tobi, jetzt du, sag schöne Worte über das Ei. Sag, es ist eine Entscheidung. Was ist Reini denn? Das Ei macht sehr schöne Geräusche. So. Jungs, was? Ja, Reini, was los? Ja. Jungs, ja. Ich hab im Discord heute Morgen. Gefurzt. Ich glaube, ich wurde wirklich gemeint. Ich habe im Discord heute Morgen eine Nachricht von Projekt M bekommen. Warte, was? Projekt M? Hä? Warte, ich war noch nicht auf Discord. Warte mal. Ich habe eine Nachricht von Projekt M bekommen. Die hat mir ein Video geschickt. Merkst du das? Bro, Tridan hat gerade vor 20 Sekunden darüber geredet. Ich komme hierher, auf einmal redest du darüber. Ich habe keine Nachricht bekommen. Das Ding ist, ich habe so ein Video bekommen. Oh mein Gott. Ich habe kurz reingeschaut. Du hast ein Video bekommen. Ihr steht doch alle unter der gleichen Wolke. Was labert ihr da? In dem Video ist die Farbe des Eis geändert worden. Zeig mal. Lass mal auf Discord und zeig mal das Video. Ich schwöre sogar. Ey, Reini. Was sah was über für ein Buch? Aber woher weißt du von M? Woher weißt du von M? Wer ist M? Weißt du von M? Und du sagst, ich verheimliche was? M steht für Max. M als Name. Also ihr verheimlicht die ganze Zeit schon was. Reini. Was? Projekt M hat dir ein Video geschickt. Projekt M hat mir ein Video geschickt. Zeig uns das Video, schick das mal. Können wir das sehen? Können wir das sehen? Ja, warte. Im Stream, ja gut. Okay, wir gehen in Reinis Stream, alles klar. Ja, Reini Stream, warte mal. Lass mal seinen Stream anmachen. Reini, ganz ehrlich, ich rede nie wieder mit dir. Aber Bro, was? Ich check's nicht. Reini hat sich voll verändert. Ist so. Okay, Leute, wir machen das einmal an. Warte mal, Reini, wo ist Reini? Da. Wir gehen alle zu Reini. Gucken wir mal rein. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Nachrichten bekommen. Boah, da labert doch safe. Bildschirmaufnahme. Nein, das ist wirklich die Discord-Nachricht. Vor dem Stream wurde mir das geschickt. Oh mein Gott, siehst du, er schreibt mit Muni. Guck oben links. Jungs, schreibt mal rein, wenn ihr... Warte, ich schreib mal in Game. Schreibt jetzt mal rein, er soll das Video jetzt abspielen. Schreibt, wenn ihr... Tinker, er ist doch so ein richtiger Surfer, finde ich. Er soll abspielen. Reini, wichtig. Spiel ab. Bin drin, Lukas, ist okay. Okay, wenn ihr drin seid. So. Oh mein Gott. Das wurde mir geschickt. Einfach ein Smiley. So, ich hab mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, das ist ein Troll oder sowas. Hä? So, ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen und hab halt weggemacht. Ich dachte, keine Ahnung. Aber in dem Video wird die Farbe... Ey, leckt der auch bei euch? Ja, ja, es leckt. Ja. Hä, das heißt, er hat das Video bekommen und wurde gespoilert. Vielleicht zeigt er gleich noch eine Farbe, Leute. Geändert, oh aber Gott, weiter habe ich noch nicht geguckt. Das geht eine Minute oder so. Wartet. Was passiert? Weiter habe ich noch nicht geguckt. Jetzt geht's weiter. Okay, man hört halt die ganze Zeit nur das Herz klopfen. Hört ihr das? Man hört die ganze Zeit im Hintergrund nur das Herz knopfen. Ah, das ist ein Binärcode! Ein Binärcode, Digga! What? Und da war ein Auge! Hey, da war ein Auge, Digga! Let's. Was ist das für ein Timing? Bro, der Binärcode. Ey, da war ein Auge, Leute. Und ein Binärcode, was sagt der Binärcode? Ich muss den screenshotten. Ey, kann jemand Binärcodes lesen? Es gibt Translator auf Google. Aber das Ding ist, über Reinys Facecam ist da etwas überdeckt. Hast du dieses Auge gesehen? Ja, Digga. What the fuck? Was? Reini, was ist... Das Ding ist, wenn das irgendein Zuschauer war, gehen wir mal davon aus, ein Zuschauer hat ihm das geschickt. Aber wie kann dieser Zuschauer wissen, dass die Farbe sich in diese Farbe ändert? Aber wer ist M? Wer ist Projekt M? Tobi? Ja. Das ist einfach ein Auge. Wer ist Projekt M? Uns bitte, was das ist. Was Projekt M ist? Ja. Was hast du da geplant? Du hast ja gesagt, du hast irgendwas vermasselt. Was ist das? Ich weiß nicht, ist Reini überhaupt schon hier? Ja, hör auf abzulenken, was ist Projekt M? Was ist das? Ja, wo ist denn Reini?
Er lenkt Rainy ab. Ist auf er lenkt ab, Jungs. Er kann gerade nicht. Sag mal. Ey, Jungs, das sind zu viele Zufälle gerade. Das macht keinen Sinn. Trinan erzählt mir das. Genau in dem Moment kommt Tobi. Auf einmal, wir fliegen hierher und Rainy redet darüber. Jungs! Ich steck doch alle drei unter einer Decke, Jungs. Da war ein geheimer Code. Rainy, kannst du einmal das Video screenshot, wo der Binärcode eingeblendet wird? Deine Facecam war drüber. Ja, aber ich kann nicht den ganzen Code sehen, weil Rainys Kopf... Ja, richtig. Ja, sorry, schick mal Screenshot in den Discord-Chat. Kannst du mal das Video privat schicken? Ja, schick das mal bitte. Ich würde gerne rausfinden, was im Binärcode stand. Ach, den Binärcode-Übersetzer. Ich hab Screenshot. Ja, einfach Binärcode. Ja, genau. Oder soll ich kurz sagen, warte, ich sag dir den Code. Ja, sag. Schreib einfach mit. Warte. Also, 01. Ja. Oder warte, ich schreib im Chat. Ich schreib den selber ab. Nein. Das macht mehr Sinn. Lies vor, Digga. Lies ehrlich vor. Nein, es macht mehr Sinn, wenn ich den kurz abtippe, oder? Ich hab das doch offen gerade. Macht mehr Sinn, wenn du einfach vorliest. Ja, okay. Lies vor. 01. Ja. 01? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal die 0. 1, 2, 3, 0, 3 4, 5, 5, 6, 6, 7. Und dann Leertaste? Okay. Dann, nein, ohne Leertasten. Okay. Dann wieder eine 1. 1. Dann 3 mal 0. Ja. Okay. 3 mal 1. Sind 3. 0. Add G. 1, 1. Also wieder 2 mal 1. Okay. Dann wieder 2 mal 0. Okay. Dann 1. Wow. 0. Ja. 1. Stark. 0. Super. Digga, das ist doch ein scheiß Prank von euch. 1, 1? Nein, das Binärcode. Ja. 0. Okay. 1. Okay. 4 mal die 0. 2, 3, 4. Wir sind noch am Anfang, Jungs, ne? Wir sind noch am Anfang. Ist das mal die DSDS-Entziffer oder was? Warte. Okay. 2 mal 1. Das ist die DSDS-Entziffer. Okay, dann nach 2 mal die 1 wieder 2 mal die 0. Okay. 1. 0. Ich glaub, ich hab mich nicht vertippt. Digga, machen wir Pi oder was? 1. 0. Jetzt ist schon das erste Wort auf jeden Fall da. Gehe. Geheimnis ist das erste Wort. Dann kommt wieder 0. Geheimnis. 1. 0, 0. 0. 1. Ist Geheimnis. 0. 1, 1. Digga, gleich 0, kommt irgend so ein Prank. 1, 1. Digga, Riley, geht 0, das so bis morgen, Digga? 1. Wir sind nicht mal bei der Hälfte, Leute. Wir sind nicht mal bei der Hälfte. Ich will mal kurz konvertieren, was bis jetzt rauskommt. Warte kurz. Geheim kommt bis jetzt raus. Nein, ich hab weggemacht. Jungs, ich schreibe das auf und ich schicke euch das, ja? Mach das, mal bitte. Aber das Wort ergibt ja Geheim. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht weitermachen. Wir sind nicht mal bei der Hälfte, Tridan. Ich schicke euch das. Ich übersetze es selber nicht. Ich schicke euch das erst. Lass ihn das übersetzen, das wird zu lange sonst dauern. Nein, ich schicke euch das. Scheiße. Ich muss das gar nicht übersetzen. Nein, übersetze es einfach, oder? Alles umsonst. Nein, ich hab's. Was ist es? Ey, Taschenlass. Es ist geheimes Projekt M. Einfach nur geheimes Projekt M. Aber das Ad hat doch was zu deuten. Das Ad hat doch was damit zu tun. Ads, geheimes Ist das ein YouTube-Ad? Ist das ein YouTube-Ad? Aliase auf YouTube sind ja immer mit Ad. Was ist das für ein... Das ist eine gute Idee. Ist das etwa ein YouTuber, der angekündigt wird oder so? Jungs, gib bei YouTube Ad geheimes unterstrich Projekt unterstrich M ein. Nein. Es gibt einen YouTube-Kanal. Nein, Bro. Erzähl's Cap, Digga. Doch, schaut euch, der hat einen Short hochgeladen. Warte, was? Geheimnis-Projekt-M. Der hat einen Short hochgeladen. Das ist dasselbe Profilbild. Geheimnis. Ja. Unterstrich-Projekt-M. Warte, YouTube. Wie heißt das Projekt? Was reicht? Oh mein Gott. Projekt-M. Oh mein Gott. Initialisiere Projekt-M. PY. Geheimes. Das ist wieder dieses Auge. Projekt-M. Oh mein Gott! Was? Nochmal, warte. Nochmal, geheimes Projekt. Itachi, was soll ich eingeben? Was ist das? Unterstrich M. Geheimes Unterstrich Projekt Unterstrich M. Ich kommentiere erster. Wird geladen. Ich war erster. Ich schau jetzt. Wartet kurz. Projekt M. Warte, was steht da? Da steht irgendwas die ganze Zeit. Ich schick's rein, Sir.
Vielleicht habt ihr einen anderen Initialisiere Projekt M. Wird das nicht, ich abonniere den Kanal. Geheimnis unterstrich Projekt unterstrich M, ne? Projekt M wird bei geladen. Mir kommt was ganz anderes. Ich hab's in den Discord reingeschickt. Schau es dir an. Initialisiere Projekt M. Ach scheiße, ich kann die gar nichts platzieren, ne? Und alles dann das Ei mit dem Auge. Das ist wirklich ein Chaoshuhn, was da rauskommt. Oh mein Gott. Warte mal, oh mein Gott. Okay, Jungs, ich melde mich kurz. Ich komm gleich. Jungs? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bro, da stand gerade, ich freue mich und auf euch. Das Auge ich, und. Nein, hab ich nicht. Doch, da stand, ich freue mich auf euch. Getrennt. Leute, da stand, ich freue mich und dann später auf euch. Guck mal, ich dachte zuerst, dass das eine Bombe ist, bin ich euch ehrlich, weil alle so gesagt haben, hier kommt ein Küken oder whatever. Nein, ich dachte, das ist eine Bombe. Da kommt ein Chaos und hast du das Auge nicht gesehen. Jetzt wissen wir, was da rauskommt. Das ist gar nicht gut. Wie, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bro, Tobi, weißt du, was da drin ist, Hand aufs Herz? Also ich weiß, was Projekt M ist und, Ja, was denn? Ja, was ist der Projekt M? Also... M. Projekt... Bro. Ja, ich wusste, dass es passiert. Digga. Bro, laber doch keinen. Doch. Bro. Aber da war ja ein riesiges Auge auch in dem Video von Rani zu sehen. Er macht einen Joke. Mit Bro. Dem Ei. Warte, nicht. Er wurde gekickt. Was? Warte, wie? Er wurde gekickt. Sag bloß nix. Er wurde selber gekickt mit. Sag bloß nix. Laber nicht, Digga. Okay, das ist krass. Er hat uns doch erzählt, glaube ich. Bro, laber doch nicht. Warte mal, hat er das noch offen? Warte, aber er kann wieder draufkommen, oder? Ich glaube, er wird. Er wurde ja nur gekickt. Ja, was ist, wenn das wieder sagt und dann gebannt wird? Lol, halt echt! Halt echt! Leute. Halt echt? Er wurde mit sag bloß nichts. Wie? Ey, ich merke mir diesen Binärcode, Jungs. Sag bloß nichts. Er darf nicht über Projekt M sprechen. Ja, Tobi? Ja. Bro, was war das? Sag jetzt, was Projekt M ist. Nein. Ey, Tobi. Ja? Was auch immer dieses Projekt M ist, sag uns nur, ist das machtvoller als du? Anscheinend ja. Scheiße. Bro. Oh, was Leute, heißt wir haben aus dem Problem. Kommt aus dem einen neuer Admin? Das glaube ich nicht, Digga. Nein, das glaube ich auch nicht. Weil, aber was, wenn wir darüber schreiben, Tobi? Denkst du, wir werden trotzdem gekickt? Hallo? Weil Lukas hat uns auch schon davon, Ziel und mir auch schon erzählt. Was denn? Was ja, aber Lukas was, weiß nicht genau, was es ist. Das habe ich ihm nicht gesagt, genau. Was genau es ist. Warum schreiben alle, dass du vom Server gekickt wurdest? Bro, Tridan, er wollte uns gerade erzählen, was Projekt M ist und genau als er angefangen hat, wurde er gekickt. Mit der Nachricht sagt bloß nichts. Gekickt, Digga. Tobi, riskier's einfach. Komm, red einfach nochmal, vielleicht wirst du nochmal gekickt. Du? Ja, safe, riskier's einfach noch einmal. Ich riskier, okay. Sag, was ist Projekt M? Alles klar, ja, Projekt M. Warte, Digga! Da loggt ihr auch safe selber aus, Bro. Bro, nochmal in sein Stream. Jungs, überleg mal, als ob, was sind das gerade für Zufälle? Tridan sagt zu mir, komm, wir reden mal heimlich miteinander. Ich flieg zu ihm, er erzählt mir das mit dem M. Ja, er wurde schon wieder gekickt mit der Nachricht, sagt bloß nichts. Tobi erzählt dann auch zu irgendwas von Projekt M. Ich flieg hier rüber, Ryanie sagt auf einmal, ja, ich hab ein Video bekommen, Projekt M. Digga, Jungs, wen wollt ihr hier verarschen? Ey, ich hab ne Idee, wen wollt ihr hier gerade verarschen? Ich hab ne Idee, was laberst du? Ich wusste nichts, dass Rainy davon auch mitbekommen hat. Ich wusste nichts davon. Da, wo Tobi reden kann, ohne gekickt zu werden, ist auf Discord. Ich hab grad ein Video zugesendet bekommen. Mehr nicht. Digga, Rainy. Was? Du hast uns schon einmal verraten. Nein, Spaß. Ey, wollen wir ganz kurz alle besprechen? Ey, warum liegt die TNT? Ich hab das nicht gesehen. Wollen wir ganz kurz alle besprechen, was es eventuell sein könnte? Hat da irgendwer eine Idee außer Tobi? Ein Chaos-Chicken! Es ist halt ein Riesenauge gewesen. Ja, das Riesenauge vom Chaos-Huhn! Okay, aber wenn's von Herr der Ringe? Ja, Mann, stimmt. Ich weiß, Saurons was du meinst. Auge. Oder, ironischerweise, Leute, damals die Netherite Guards. Hey. Die hatten auch immer dieses Auge als Symbol. Die hatten auch ein Auge? Stimmt. Oh, scheiße. Wartet mal! Wisst ihr noch, als vor ein paar Wochen und Standards, die überall stecken dahinter. Augenschilder aufgetaucht sind? Stimmt! Oh mein Gott, Ryan, stimmt, das ist so Digga. Schlau. Vor ein paar Wochen waren doch überall so drei Augen immer auf den Schildern. Oh mein das Gott. Das war schon vorangekündigt alles. Oh mein das Gott. Das hat alles du immer damit recht. Zu tun. Digga, krasser Call, Randy.
Das war echt krank, der Call, Bro. Ja. Aber was soll das heißen? Die waren überall einfach. Dass wir immer also beobachtet mal, werden. Guck mal, ich weiß, dass Tobi vielleicht nicht reden will, okay. Aber an Ryan und Tridan, bitte, Jungs. Ihr habt das jetzt nicht zusammen irgendwie geplant oder keine Ahnung was. Weil Tridan du sagst, und du... Tobi möchte nicht reden. Du sagst, Tobi möchte nicht reden. Jedes Mal, wo er angefangen hat, wurde er gerade gekickt. Ich habe in seinen Stream geguckt, da steht, sag bloß nix. Okay, und was ist, wenn er schreiben könnte? Hab ich auch schon gesagt. Kannst du schreiben? Was ist, wenn wir einfach über Discord reden? Ich glaube, wenn das beim Video bekommen, das war's. Ich glaube, wenn das beim Reden passiert, passiert es beim Schreiben auch. Dann lass über Discord reden, da kann er nichts machen, Alter. Ja. Projekt M, was ist das? Ich habe keinen Bock, es drauf ankommen zu lassen. Ja, willst du sagen, dass die Leute, dass sie das reinschreiben soll? Mit Unterstrichen, Tridan, mit Unterstrichen. Was bringt das denn? Ich war da eben, das ist ein YouTube-Kanal einfach. Ach so. Ja, wir waren da alle gerade. Ach so, das oh mein Gott. Auch schon alle. Pluto hat die Antwort. Er sagt, ja, dass M steht für Monte. Montana Black kommt auf die Insel. Monte ist in dem Ei. Monte ist in dem Ei, Leute. Oh mein Gott. Projekt M. Ja, stimmt. Lasst uns mal überlegen. Gibt es irgendein... lasst uns mal so überlegen, ne? Wir hatten ja auch einen ohne Heil, wo Timmy aufgetaucht ist, ne? Vielleicht gibt es irgendeinen OG-YouTuber, der mit M anfängt. Überlegt mal. Ey, nein. Wirklich, ich habe jetzt wirklich eine krasse Theorie. Guck mal. Was denn? Das Ei, wir haben gerade ein Video gesehen, da drin ist ja mäßig so ein Auge. Ja. Wisst ihr noch, vor ein paar Wochen, dass überall auf der Insel einfach Augen waren auf den Schildern? Das hat Ryan gerade vorher gesagt, das Digga. Wer war das? Das habe ich gerade gesagt. Achso, ich vermutet. Aber wirklich, egal. Wer war das? Wir wissen wer war das? Nicht, wer das war. Die waren auf einmal da, die Schilder. Jungs! Nein, da schreibt einer MBK kommt. Alles gut, Bro. Gar kein M Schritt, ist aber gleich wir Macht. Ja, nicht, das war. I Cry Max. Bro, das war bei Unheil 4 oder so, war das mit den Augen. Das war voll früh. Leute, bei mir schreiben alle Max. Das macht keinen Sinn, er war doch schon auf der Insel. Was ist mit. So lange ist es nicht her. Aber ganz kurz, überleg mal. Mr. Beast! Was gerade Kian gesagt hat. Was gerade Kian gesagt hat. Mr. Beast, Timmy war ja auch dein Ernst, Lukas? Es wurde ja mit Timmy abgeklärt, dass er Unheil 2 wird. Ja. Yeah. Vielleicht wurde jetzt irgendwie abgeklärt, dass iCrimex irgendwas macht. Einfach nur eine Theorie. Mercedes-Benz. Ja, aber warum sollte es dann M sein, anstatt ein Bro, C McDonald's. Oder ein I, so, weißt du? Ja. Hier kommt ein McDonald's raus, Digga. Das Max ist, aber ja, vielleicht gut, wurde mit irgendeinem OG-YouTuber auch was vereinbart. Was wir ja, noch nicht wissen dürfen. Aber wenn ihr mit M. Ja, welcher von den Netherite Guards hat mit M angefangen? Weil wenn die das Auge als Logo hatten, dann kann das hier vielleicht mit zu tun. Also irgendwie... Nee. Es gibt keinen, glaube ich. Aber mir fällt keiner ein. Mir fällt generell niemand mit M ein. Also außer MBK. Aber der ist eigentlich auch mit E. Montana Black. Mercedes-Benz Hauptsitz. M für Mama. Project Mercedes Mama wird eingeleitet. Tobi ist die Mami von Tobi. Stimmt. Also Reini, ich weiß ja den Namen und so. Der zweite Buchstabe ist kein A. Ey, Zwiedan. Mehr kann ich aber nicht sagen. Sonst hätte ich wieder gekickt, Mann. Der zweite Buchstabe ist kein A. Ja. Oh mein Gott, ich sage doch, es ist Mooney. Ich wusste es. Aha. Ja, was? Mooney übernimmt die Insel. Project Mooney. Statement Mooney. Ich bin's nicht. Mooney einfach. Mooney, sag mal ehrlich, wie findest du Zitat? Okay, dann ist ja alles geklärt. Boah, bei mir wird gerade 12 Euro donated und da steht... Aha. Wenn es ein Überangriff einer KI sein sollte, muss etwas schon vorab programmiert worden sein, denn eine KI nur auf schon ein bestehendes Projekt zugreifen kann. Ja, deswegen gab es auch die Augen schon so früh. Deswegen waren die Augen schon da? Hat das gerade ein Hacker geschrieben oder was? Aber Bro, sind wir uns jetzt irgendwie einig, dass irgendein YouTuber herkommt oder wie? Weiß man nicht. Es kann ja auch irgendwas einfach krasseres sein. Das war so eine nichtssagende Aussage, muss ich ganz ehrlich sein. Guck mal, wir müssen auch so überlegen. Wer soll das denn kontrollieren? Guck mal, beim letzten Unheil. Wir vergessen gerade eine Sache, Digga. Das ist halt nichtssagend. Außerdem Tobi hat doch seine ganzen Rechte verloren. Ich fand das richtig, ja. Gesagt. Lass uns doch erstmal da anfangen. Wer hat die Möglichkeiten, überhaupt seine Rechte zu nehmen? Ja, niemand aktuell. Und deshalb können wir theoretisch gesehen Max und so auch alle ausschließen, weil es muss ja jemand sein, der Bezug zu den Rechten und sowas hat. Das muss jemand sein, war ein sehr guter Call. Danke. Irgendwer zieht die Fäden im Hintergrund. Nächster Call ist, wir haben das M. So, Project M.
Wir haben hier einen Countdown. Jetzt müssen wir erstmal wissen oder überlegen, für was steht dieses Countdown. Wir haben gesehen, das Ei hat sich schwarz gefärbt, das hat ein Auge. Das heißt, wir wissen schon mal, dass hier drin irgendwas ist. Also, dass es wirklich ein Ei ist. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das ist eine Bombe. Call zu dem so. Tieren. So, weiter geht's. Hau raus. Ich bin gerade krass also auf der Fahrt. Weiter geht's. Du sagst, dass es jemand ist, der halt irgendwie Zugriff oder so drauf haben kann. Was? Und Sue sagt, er hat gerade Mama gesagt. Und das ist ein M. Was ist, wenn seine Mom an seinen PC gegangen ist und sich okay gemacht hat? Digga. Sei mal ehrlich, Tobi. Hat deine Mami was damit zu tun? Das war nein. Von Minecraft? Nein, gar keine Ahnung. Stell dir vor, er geht so zu seiner Mama, er sagt, Mama, warst du das? Sie sagt, es ist alles eine Entscheidung. Digga. Ey, aber Kian, jetzt mal wirklich, nimm das mal ernst. Wie wir uns gefühlt haben die letzten Wochen. Hä? Was, wie versuchst du das denn gerade zu vergleichen? Ja, aber stell dir vor, deine Mama würde das echt sagen, das, was Kian gesagt hat. Dann weißt du, wie wir uns gefühlt haben. Ich glaube, wir nehmen das gerade nicht ernst. Das Ei ist so komplett dunkel geworden. Mama, kannst du mir was zu essen machen? Und sie sagt... Dafür musst du dich erstmal richtig entscheiden. Also mein Chat sagt, ich soll versuchen, den zweiten Buchstaben zu sagen. Ich weiß nicht, soll ich? Deine Ma ist das Solo-Leveling-Monster? Reini, werde ich dann gekickt, wenn ich das versuche, oder? Du fragst mich, ob du gekickt wirst? Ja, jetzt wird er noch gekickt. Okay. Warte mal, wenn wir den zweiten Buchstaben haben, dann es ist ja kein A, hast du gesagt. Dann wissen wir schon mal, Mama ist es nicht. A-E-I-E-U. Es sind jetzt schon Faker in meinem Chat. Tobi, jetzt kurz private Frage. Ja. Wie privat ist sie denn? Wie heißt deine Mutter? Oha. Mann, wieso? Mit M? Mit M? Nee, mit K. Kannst du K? Kiru? Ja, okay. Kannst du ihre Nummer einmal leaken? Nein, nicht Kiru. Nicht Kiru. Jetzt klärt sich alles. Warte, Leute, lasst uns doch mal zurück. Grady hat mich vorhin unterbrochen, das war richtig unnötig. Also, hör zu. Was glaubt ihr, für was steht das Countdown? Da wann du aufs Klo musst, Digga. Nein, jetzt mal wirklich. Ehrlich jetzt, ich mach auch keinen Scheiß mehr. Für ja, Bro, ich glaub, der Countdown, der wird einfach uns symbolisieren, wann der schwärzeste Tag von der Insel kommt. Der dunkelste Tag. Guck mal, ich sag euch schon mal meine Theorie dazu. Guck mal, wir haben alles hat irgendwas damit zu tun, dass es sich hier meiner Meinung nach darüber handelt, dass es eine Person ist, die krassere Rechte hat. Wer hat krassere Rechte als ein Admin? Meiner Meinung nach ein Hacker. Warum haben wir hier einen Countdown ohne Zahlen, warte die nach mal unten gehen? Lass mich ausreden jetzt, einmal, Ryan, es reicht. Nein, ich wollte dir zustimmen. So, deshalb, wir haben hier einen Countdown, ohne dass wir Zahlen erkennen. Was zeigt uns das? Verwirrung, aber was zeigt uns das? Ganz, ganz dass viele Zahlen. Dass wir noch Zahlen nicht wissen, wann das Ei der stimmt. Hacker spielt mit richtig uns. Ja, was sind nicht nur Zahlen, was Bro, sind nicht nur Zahlen. So, aber das sieht schon so aus wie eine Art von Hack. Versteht ihr, was ich meine? Es symbolisiert einfach dieses Hacken. Das sind so richtig viele Zahlen, man kann sie nicht erkennen. Das ist Deshalb ist meine Meinung nach, dass Tobi bzw. wir gerade auf dieser Insel gehackt werden. Und das ist eine Eieruhr. Das war guter, das war stark, oder? Ja, ja, Applaus. Und zusätzlich... Ja, ich habe mich fast gelangweilt. Wir haben alle gerade das Short gesehen. Richtig. In dem Short waren auch die ganze Zeit so Codes, also waren so die ganze Zeit so... Also es sah auch hackermäßig aus. Das richtig, passt, richtig. Das passt sehr zusammen. Das heißt, irgendjemand ist nicht auf der Insel, aber in der Konsole. Genau, Bruder. Und irgendwer das ist, zählt das heißt, die Fehler im Hintergrund. Das würde ich auch bestätigen. Deswegen kickt er auch ständig Tobi. Deswegen kickt der Tobi, wenn er darüber reden will, weil er weiß irgendwas. Warte mal, ey Tobi, hat jemand außer du und Lukas, als dieser Server entstanden ist, also gab es vielleicht irgendeine Side-Person, vielleicht irgendwer von euch niemand, aus der Uni? Niemand, wirklich niemand. Ich habe doch selber darauf geachtet, wen wir da... Hab ich dich oder Tobi? Ja, aber ich habe das doch erstellt damals Spaß mit den Jungs. Also du musst dir vorstellen, eigentlich war nicht mal erlaubt, dass hier Tobi Admin wird. Lukas war ja der Haupt-Admin und wir haben dann gesagt, komm, Tobi wird der Assistent von Lukas sein. Was ist, wenn alle paar Stunden irgendeine Zahl sich zeigt? Das macht keinen Sinn. Alle paar Stunden. Guck mal, das Ding ist, um 9 Uhr kam so ein Countdown. Um 10 Uhr hat sich die Farbe verändert. Vielleicht passiert was um 11 Uhr gleich. 11 Uhr, die erste Zahl vielleicht? Oder um 11 Uhr 11? Ich fühle mich echt wie in so einem Fortnite-Event, wirklich. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil meine XP genau 111 sind. Was? Tobi. Oh mein Gott. 1, 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 1
Für Verrat. Okay, mein Chat geht gerade richtig ab, weil Tridan was rausgefunden hat. Tobi's Stream. Was hat er rausgefunden? Was hat Tridan rausgefunden? Digga, woher was kriegt Tridan irgendwelche Informationen? Das fühle ich nicht. Nein, Tridans Zuschauer sind einfach schlau oder so. Ja, was haben die da rausgefunden? Ja. Frag Tridan nicht mich, ich kann nicht sagen. Wo ist der? Da vorne. Tridan! Raus, die Maus! Ja? Was weißt du? Tobi, also ich gehe davon aus, dass es richtig ist, weil Tobi einfach weggeflogen ist, dass ich ihm das erzählt habe. Ja? Was denn? Also, guck mal, Jungs. Dieser Discord-Account, der dich angeschrieben hat. Ja? Der ist auf deinem Discord. Auf deinem Community-Discord. Hä? Zeig, warte. Und wenn man auf den Namen von dem geht. Ja? Steht da ein Name. Ein Name? Okay. Was steht da? Da steht das M ist noch nicht vollständig. Da steht Projekt unterstrich Mira. Hä? Oh mein Gott. Leute, wisst ihr, was Mira bedeutet? Mira bedeutet Frieden, schreiben die Leute bei mir. Im Lateinischen bedeutet es wunderbar und im Slawischen bedeutet es Frieden. Wo weißt du das? Oh mein Gott, Alter, was ist das? Das wird ja immer krasser hier. Projekt Mira. Digga, ich wollte damals mein Haustier in so einem Spiel Mira nennen. Moment, das macht aber Sinn. Mira existieren verschiedene Herleitungen, Meer, Ozean. Name einer indischen Prinzessin, die ihr Leben dem Gott Krishna weihte. Ist das ein Faker oder hat das wirklich was damit zu tun? Wundersam, Frieden. Im Arabischen bedeutet Mira die Prinzessin. Tridan, woher sollte die Person eine Aufnahme davon haben, wie das Ding, wie das Ei sich ändert, weißt du? Also das muss schon richtig sein. Was hast du gesagt, Tobi? Ja, nein. Es deckt sich aber mit Tobis Mission. Hast du das, Rainy, hast du es verglichen, die Namen? Ist das die eine und selbe Person? Das ist, Bro, ja, das ist bei mir auch unterstrich Mira. Krass, Digga. Ey, check dir das, das ist mit Tobis Mission übereinstimmend. Und du sagst das einfach nicht, Rainy? Bro, ich war auf Ding. Dann hätte ich mir gar nicht so eine, wenn du einfach. Ich bin im Streamer-Modus. Ich sehe das nicht, ich sehe Man sieht das echt nicht, wenn man im Streamer-Modus ist. Und ich mache mir hier sonst was für mich und werde gekickt, weil ich versuche euch das irgendwie mitzunehmen. Komm mal mit, komm mal hoch, komm mal hoch. Und du hättest es einfach sagen können, Mann. Aber Tobi, das hat mit deiner Mission zu tun. Warte, lass mal kurz, wo die... Bro, wir hatten doch das mit dem Schachspiel, ne? Ist das jetzt Frieden oder was? Und Mira bedeutet Prinzessin. Aber was heißt Projekt Frieden? Ja, das ist doch Tobis Mission. Er will doch Frieden auf der Insel. Das ist ja sein Vermasseln. Der Name ist schon von mir, Rainy, aber... Ey, Digga, das kann ich sagen. Nein. Ich dachte, du darfst nicht sagen. Mal, darfst du doch was sagen? Ja, weil ich es jetzt rausgefunden hab. Ja, dann sag jetzt alles. Alles, was du weißt. Kann ich nicht. Ja, wie jetzt? Dann werde ich wieder gekickt, Mann. Dann werde ich doch wieder gekickt. Das ist doch lange nicht das Ende, glaube ich. Frieden. Projekt Frieden. Oh, was für? Projekt Frieden. Aber mein Gott, das ist vielleicht einfach quasi so krass, auseinandergeschrieben, also Projekt Frieden, so quasi das Projekt soll, weißt du? Also ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist wirklich eine richtig, richtig krasse Thematik und das ist, glaube ich, viel mehr, als wir jetzt denken. Das habe ich schon die ganze Woche gesagt. Und ich sage ehrlich, was checkt ist. Bro, ich habe euch allen immer gesagt, das Ei ist mehr, als ihr immer denkt. Aber niemand wollte auf mich hören. Niemand. Ja, ey, guck mal, wir machen das jetzt ganz einfach. Ganz einfach. Aber erster Call. Was mich gerade richtig wundert? Was wundert dich? Was wundert dich? Guck mal, das Ding ist, wir haben ja dieses boshafte Auge gesehen, ne? Dieses bösartige Auge. Und dann habt ihr gerade gesagt, und wir haben auch gerade gelesen, Mira besteht aus oder bedeutet Frieden. So, das Auge, richtig. Keine Ahnung, ich denke mir dann, warum sollte das dann den Frieden darstellen, wenn das irgendwie auf böse Attribute hinweist? Tja. Das frage ich mich auch halt. Das Ei gehört Frieden halt zu den Höllenkriegern, das habe ich von Anfang an gesagt. Ey, also hast du ja, guck mal, die denken wirklich nur an sich die ganze Zeit. Ja, was ja auch stimmt. Tridan, sag mal bitte, was glaubst du ist Mira? Ich hab's heute zum ersten Mal selber gehört. Ich weiß es nicht. Was schätzt du? Was glaubst du? Ich hab keinen Plan, Bro. Ja, das Ei wahrscheinlich. Das Ei heißt Mira. Mira ist ein Rapper. Was ist da drin? Nein, ernsthaft jetzt, was glaubst du? Bei diesem Short, was auf diesem Kanal hochgeladen wurde, stand, ich freue mich auf euch. Das heißt, Mira könnte ein neuer Spieler sein. Ja, true, Digga. Also, wieso ist das so groß, wenn er nur ein Spieler ist? Okay, nicht nur ein Spieler, ein Admin, ein neuer Admin, Bro. Okay, warte, geh mal weg. Neuer Admin. Geh weg da, Junge! Neuer
Vielleicht ist sie geliebt. Neuer Admin. Ich sage Hacker. Ja, Hacker. Safe Hacker. So, was habt ihr noch? Aber Tobi weiß mehr. Tobi ja, weiß alles darüber. Er kann nicht darüber reden. Guck mal, das kann kein Hacker sein, sonst würde Tobi nicht einfach so ruhig sein und er würde uns doch Bescheid geben und sagen, ey, Jungs, das ist eins von den wenigen Sachen, die ich euch sagen kann. Es ist ganz bestimmt kein Hacker. Das ist das Ding. Oh. Aber da, es ist ja irgendwas, was über dir steht. Ich hab Tobi eingesperrt. Und wer oder was kann über Tobi stehen? Seine Jungs, Mutter. Wäre das wirklich ein Hacker, dann wäre das alles eine Straftat. Und Tobi hätte uns dann safe zu 100% gesagt, ja, wir haben einen Hacker angeführt. Das ist frech, Junge. Ja. Aber das ist frech. Das ist ein Python-Code, ne? Was? Mira. Wie Python-Code? Also ist Mira das Problem. Mira ist in diesem Ei drin, okay? Verstehe. Ja. Oder Mira. Ey, kann jemand kurz mit Replay-Mod reinfliegen? Nee, das hast du doch schon mal versucht, Kiro. Ja, ich weiß, dann crasht das Game. Bei solchen Geschichten. Aber da warst du noch Admin, vielleicht funktioniert's jetzt. Doch. Aber was für ein Frieden, als ob. Was heißt hier Frieden? Ich weiß es nicht. Stopp mal ganz kurz. Irgendwie ist Frieden. Welche Clans, wartet mal, welche Clans haben sich als Frieden vorgestellt hier? Nee, also Digga, haben gesagt, wir sorgen für Frieden. Kian, warte kurz, Kiro. Chill. Warte kurz. Was sagst du? Die Höllenkrieger doch nur, oder nicht? Ja, die Höllenkrieger stehen für Frieden, richtig. Ja, aber für den falschen Frieden. Ihr denkt nur, dass nein, ihr Frieden kriegt. Nein. Bro, die Antwort ist doch so simpel. Was hat das denn mit Clans zu tun? Denk doch mal nach, was Tobis Mission war, die ganze Zeit. Und wenn das von Tobi ist, wenn Mira von Tobi ist, dann ergibt es doch alles Sinn. Was denn? Aber denkst du, Mira ist Frieden? Von Tobi? Mira ist nicht von... Bro... Ja, er hat doch gesagt, er hat irgendwas vermasselt und dann war das Ei da. Und wenn seine Mission die ganze Zeit war, Frieden unter uns zu stiften, und jetzt heißt dieses Ding Mira, was Frieden bedeutet, das ergibt doch alles Sinn. Bro. Oh. Und Tobi weiß mehr als wir. Alle Namen von Mira übersetzt passen perfekt. Alles. Oh mein Gott, Alter, alles passt perfekt. Visier sehen, sie beobachten. Aber das ist mir irgendwie wirklich wortwörtlich alles zu perfekt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles doch immer perfekt, war? Dieser rote Faden ist perfekt. Die Augen vor einem Monat, das Auge jetzt. Alle Unheile. Tobi war auch immer perfekt. Das ist alles nicht mehr... Oh mein Gott, ey, das ist... Tobi das ist das Mira. Ja, Reini. Geht's dir gut, Kiro? Ich dreh durch, Mann! Tobi war nicht perfekt. Tobi hat selber Fehler eingestanden. Ja. So zum Beispiel, er meint, es war ein Fehler, Timmy auf die Insel zu holen. Und ihm es ist seine Freundin. Siu. Lenny, good call. Ich wollte gerade Kian, das Ding ist, ich vertraue Kian und so, und deshalb wollte ich ihm sagen, worum es geht, und er ist einfach verschwunden, als ich versucht habe, ihm es zu sagen. Ja, Kian wurde gebannt. Er ist einfach verschwunden. Ich glaube euch das eh nicht. Komm, gebannt, was? Er ist auf dem Server. Ja, komm, erzähl mir. Warte mal, ich will in seinen Stream, warte mal. Den kannst du auch vertrauen. Warte. Tobi, mir kannst du auch Tobi, noch Sue möchte. Er ist wirklich gebannt! Er ist gebannt! Wie, er ist gebannt? Mit der Nachricht, du weißt zu viel! Du weißt zu viel steht als Banngrund! Gebannt oder gekickt? Gebannt, Bro! Wie gebannt? Gebannt mit der Nachricht, du weißt zu viel! Tobi! Nein, Digga! Tobi, probier das bei uns auch! Wie, komm mal kurz, nein! Ich will gebannt werden, Tobi, tu es! Mir kannst du auch vertrauen! Ich sag dir gar nichts mehr gerade, dann wirst du nur gebannt. Tobi, ja, okay, sag's dann mir. Ich gebannt. Komm, du willst die Höllenkrieger doch sowieso loswerden, also sag's mir doch. Ey, ja, das will ich sehen. Gebannt. Ein auf den. Komm Leute, ich mach den Test für euch alle. Ich mach den Test jetzt, komm. Erzähl mir das, ich riskier das. Tobi, mach es. Ich komm mit. Jungs, mir könnt ihr wirklich vertrauen, ich werde euch dann wirklich sagen, ob ich dann mit den Jungs da unter einer Decke stecke oder nicht. Ja, und ich komm mit, weil ich bin als Höllenkrieger hier als einziger gerade da. Warte, Sue, bevor du gehst. Tobi ist weg. Was du machen willst? Hey, Tobi ist weg. Hä? Tobi? Der stand hier, Omi. Er ist auch gebannt. Ja, das soll ich euch alles glauben. Digga, laber nicht. Alle verarschen, ey. Tobi hat den Stream beendet. So Prank. Wie? Was? Laber nicht. Der prankt uns. Was hat er gesagt? Warte mal, was ist am Ende vom Stream passiert? Ich guck gerade. Ich guck auch. Ja, er wurde gebannt, ist klar. Okay, Leute, wir gucken gerade. Er ist gebannt. Mit der Nachricht, du weißt zu viel. Warte, wir gucken gerade, Leute.
Gebannt, gebannt, Bro. Wie gebannt? Gebannt mit der Nachricht, du weißt zu viel. Tobi. Ja. Nein, Digga. Tobi, wieso ist dein Stream vorbei? Tobias bei uns auch. Wie, komm mal kurz, nein. Ich will gebannt werden, Tobi, tu es. Mir kannst du auch vertrauen. Ich sag, Krieger doch. Okay. Letzte 10 Sekunden. Jungs, und mir könnt ihr wirklich vertrauen. Ich werde euch dann wirklich sagen, ob ich mit den Jungs da unter einer Decke stecke oder nicht. Hä? Es ist einfach ausgegangen in dem Moment, wo er offline gegangen ist. Bro, das macht doch alles gar keinen Sinn. Mira ist Kiros Kind, ja, Mann. Beendet. Hä? Nicht selber beendet. Ja, also ja, ja. Shinx ist Mod halt bei Tobi. Aber woher weißt du das? Er hat sein PC wahrscheinlich einfach ausgemacht, Digga. Er hat einfach PC aus dem Fenster geworfen. Bluescreen, Digga. Sagen, reden. Lukas, reden? Ja. Lukas Stashi, komm mit hier hoch. Mhm. Was? Rainy? Das ist so... Ja? Was ist, wenn Tobis PC gehackt wurde? Bro, das glaube ich jetzt gerade auch, wenn er gerade rausgeworfen wurde und gezwungen wurde, den Stream zu beenden. Richtig, und wenn sowieso die Theorie steht, dass es einen Hacker gibt und der in der Konsole drin ist von dem Server hier, was ja auch Sinn macht, weil in der Konsole kannst du ja zum einen Tobi nicht mehr Admin machen lassen. In der Konsole kannst du nicht einen PC ausmachen oder einen Stream ausmachen. Ja, aber vielleicht, deswegen sage ich ja, vielleicht ist er ja komplett in seinem PC und hat alles übernommen einfach. Bro, wärst du süchtig nach Minecraft und macht sowas, Digga? Ich weiß es nicht. Bro. Okay. Mit wem telefonierst du? Ganz komisch alles. Okay, ciao. Mit wem hast du telefoniert? Ja, mit meinem Bruder, Bro. Alles so richtig merkwürdig. Er war auch irgendwie so... Er hat so normal geredet, als ob das jetzt nicht so schlimm wäre, dass er gebannt war. Hä? So, Digga, das ist mir alles zu rätselhaft. Also, Real Talk, ich fühle mich richtig Kiro, keine Ahnung, aber dir vertraue... Wer hätte das jemals gedacht? Ich vertraue dir gerade von denen am meisten. Bro, Rainy, Trinan, mein Bruder, WTF, was passiert dir gerade? Ich fühle mich gerade so richtig ahnungslos. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich wär jetzt auch gerne in den Test mit dir zusammengegangen, mit Tobi, um gebannt zu werden oder so, wenn das passiert. Aber wenn das Giades einfach nicht juckt, hä, was passiert dann? Ich fühle mich gerade richtig verarscht von einer, also Real Talk. Ich hab schon gesagt, Tobis ganzer PC wurde anscheinend, glaube ich, gehackt, weil wo ist er jetzt hin? Ja, Hackerangriff, Leute, okay, Hackerangriff, das geht jetzt viel zu weit alles. Also das würde am meisten noch Sinn machen, oder das ist ein kompletter April-Scherz, der viel zu spät jetzt gerade zündet. Ich weiß. Apropos April-Scherz. Kann gut gehackt werden mit Python. Ja, Bro, könnte das echt April-Scherz sein. Digga, also, was ist, wenn jeder hier einfach unter einer Decke steckt, um uns komplett hops zu nehmen? Wer denn alles? Aber wie das ist einfach nur alles ein Troll, ist einfach nur alles ein Prank. Nein. Ich hab gerade mit ihm telefoniert. Lass mal echt nach dem Stream irgendwann später mit Kian reden. Bro, der muss doch irgendwie. Bro, es kann nicht sein, dass der ist für Mira anders buchstabiert Amir. Der niemand bannen kann. Wo ist Amir? Es macht keinen Sinn, weil er hat auch echt locker und normal geredet und wäre wirklich permanent gebannt, dann würde er ganz anders sein. Ey, wer ist denn bannen? Vielleicht hat er irgendeine Information, die wir noch nicht wissen und er extra das nicht sagen wollte. Guck mal, wenn das alles ein Prank ist, dann ergibt Mira anders buchstabiert Amir. Bro, das kann Bro, halt wirklich der, alles wenn, ein Prank wenn, von euch sein, wenn, alles inszeniert. Wenn das so wäre, Bro, da wäre er jetzt da, er wäre jetzt hier online. Also, ja, vielleicht macht er so Slash Bann in der Konsole ehrlich, und so. Das wäre irgendwann zu perfekt. Aber der hat keine Rechte auf die Konsole. Die ganzen Bedeutungen von Mira, dann noch, dass es Ami ergibt, das wäre mir zu viel. Ich rufe jetzt wirklich Ami dann, an. Dann gehe ich weinen. Ja, ruf mal Ami an. Also wenn das wirklich noch passt. Wollt ihr zuhören oder soll ich weggehen? Frag erstmal direkt, bist du Mira? Ja, mach mal. Er geht nicht an. Joker, danke für dein Abo. Ja, weil er gerade wahrscheinlich in der Konsole ist und alles Slash kickt und bannt. Das ist alles ein Prank. Das ist einfach alles ein Giga-Prank. Ey, mir tun gerade die Leute leid, die wirklich nichts davon wissen. So. Und ich gehöre auch gerade da. Ich tue mir gerade selber leid irgendwie. So. Ja, same. Kiro, komm her. Komm her. Alles super perfekt. Itachi kann man, glaube ich, auch vertrauen. Aber Rainy und Trida, die wissen gerade viel zu viel.
Wo weiß ich denn so viel? Ja, der Account hat dir geschrieben auf Discord. Digga. Ich hab ein Video geschickt bekommen. Warum ja, schreibt er dir? Welcher Zuschauer schreibt dir das denn? Da mit dazu. Aber, guck mal. Werker, danke für dein Abo. Wenn irgendwelche neue Seiten kommen sollten, ich werde euch davon berichten. Aber ach, diesmal. Denkt ihr, da wird was kommen? Bist du der Botschafter ich check oder das was? Nicht. Kannst du mal das Buch geben? Ja, das Buch sagt ja. Kannst du mal das Buch geben? Was passiert, wenn du das Buch jemand das anderen Buch gibst? Ja. Habe ich schon bei Chaos so probiert. Was passiert dann? Welches Buch sagt ja? Mein Buch sagt auch einiges. Ja, ja dein Buch kann man auch kaufen. Vielleicht steht in deinem Buch was Geheimes drin. Oh mein Gott. Also, ja, safe, die Schriften ändern sich magischerweise. Kauf Buch. Oh mein Gott, ich mache zufällig eine Seite auf und da steht... Mira. Es ist kompliziert, ich will dich beschützen, komm zu uns. Was? Und dann kann nichts mehr passieren. Und was ist mit unserem Bündnis? Aua. Wer hat den runtergeschubst? Ey! Hm. War das? Keiner weiß. Also kann ich nicht fliegen. Hallo? Hast du das? Hey! Hör auf mich mit deinen Raketen anzugreifen. Was eine Angst? Bro, er haut mich mit seiner Schaufel, Digga. Einfach. Oh mein Gott, Stu hat mir gerade einfach geflüstert, dass er Muni ein bisschen mehr mag als sonst. Was? Wait, Digga. Muni, Statement? Wait. Keine Ahnung. Muni! Guck mal, wie er Unruhe stiften will! Was hab ich denn gerade gesagt? Du stimmt das? Tridan? Was hat Tridan gerade gesagt? Du hast mir gerade geflüstert, dass du Muni ein bisschen mehr magst. Was? Als warum wen? Machst du so? Oh, Lenny, ich könnte ihn echt fragen. Siu. Was mache ich alle? Aber Jungs, die haben gerade andere Probleme. Aber Siu, ich sag dir ehrlich, wenn du den anderen nicht vertrauen kannst, dann kommst du den Höllenkrieger. Tobi ist weg, Kian ist weg, was machen wir? Ey Jungs, ich sag euch ehrlich. Wir haben immer einen Platz für dich offen. Ich hab gar keinen Bock, dass ich auch gebannt werde gleich oder so. Gleich 11 Uhr, Leute, oder gleich 11 Uhr. Ja, lass bis 11 Uhr warten, Ach, Riley. Lass zum Ei. Ja, da muss was mit dem Timer passieren. Vielleicht wird um 11 Uhr Kian ist auch wieder entspannt oder so. Karottenkuchen. Oh Mann. Schokolade! Kiru! Yay, Kiru! Kiru de Chico! Yeah! Tridanski, Alter! Leute, lasst uns mal kurz bitte alles zusammenfassen, was wir jetzt heute erlebt kurz haben. Weg. Kuss. Okay. Also, hast du eine Tafel, Punkt wo wir Whiteboards so aufschreiben können? Um 9 Uhr, da müssten wir hier wieder weggehen. Um 9 Uhr kam ein Countdown über dem Ei, über diesem fetten Ei hier. Um 10 Uhr hat sich die Farbe geändert und wir hatten genau um 10 Uhr ein Geräusch, das sich, was sich nicht echt gruselig angehört hat. Danach haben wir diesen Kanal entdeckt, Projekt M. Wir haben herausgefunden, dass Projekt M Projekt Mira bedeutet. Richtig, also Mira. Mira. Wir haben herausgefunden, dass der Name Mira für Frieden steht. Und für Beobachten und im Spanischen und bedeutet Zeugs auch Beobachten, genau. Und das passt irgendwie auch zu diesem Auge, was wir dann auch in diesem Video gesehen haben. Und vor einem Monat. Im Lateinischen? Im Lateinischen irgendwie Frieden. Ich glaube Rapper oder so, Cloud Rapper. Im Lateinischen wunderbar, im Spanischen Visier und im Slawischen Frieden. Das ergibt aber alles Sinn. Und im Hebräischen ist der Name abzuleiten von Maria, welcher bedeutet furchtbar sein, schenken und Gottes Geschenk. Aber Mira ist auch echt ein Baba-Name, sag ich ehrlich. Abzuleiten ist. Klär dir, Bro, klär dir. Ja, mach ich auch. Mira, und komm es raus. Außerdem, es bedeutet komm auch noch Prinzessin auf irgendeiner Sprache. Was, Prinzessin? Ich glaub, das ist die Tochter von Tobi. Hä? Guck mal, das ist die Wenn Tochter. Wenn, dann ist es meine Tochter. Interessante Aussage, Itachi. Was denn? Du hast gerade Tochter oder Prinzessin gesagt. Davor ja auch schon die ganze Zeit. Das, ja. Oh, die Unheilsprinzessin. Reden wir also über eine weibliche Person, oder ja, was? Ja, ich glaube, das bedeutet Prinzessin auf irgendeiner Sprache. Ich weiß nicht mehr. Also Mira ist ja auch ein bisschen weiblich. Ja, im Arabischen bedeutet es Prinzessin. Prinzessin. So, ich schwöre, Zitashi ist einfach Google-Übersetzer geworden heute. Ja, ist so, Digga. Er ist einfach Google-Übersetzer, Digga. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr stellen wollt?
Hier schreibt einer, der Countdown ist fake. Also wahrscheinlich, weil du dann nicht siehst, aber ich denke mal, früher oder später werden dann schon irgendwelche Zahlen da vorhanden sein. Nein, nein, vielleicht den haben wir gerade. Das ist wirklich fake. Das nein, nein, den haben wir reingecuttet. Den haben wir reingecuttet gerade. Ja, ja, warte, Leute, ich kann den auch kurz wegmachen. Warte. So, weg. In meinem Chat sagen die Leute, Projekt M ist Tobis Freundin. Oha. Tobi hat im Chat geschrieben, dass er immer noch Admin ist, aber leise. Nein, das ist ein Fake-Tobi. Nee. Lukas? Ja, es gibt so viele Fake-Tobis, Leute. Ja. Komm runter. Ach, Leute, ich hab von heute. Ich habe im Chat gerade gesehen. Ja. Du musst vielleicht bis 11.11 Uhr warten. Ja, yeah, wir warten jetzt erstmal bis 11, wenn dann nichts passiert. Bis 11.11 Uhr. Dann bis 11.11 Uhr. Ja, ich bin auch bis 11.11 Uhr da. Ich auch. Was ist, wenn alle unsere PCs plötzlich um 11.11 Uhr ausgehen? Wer möchte ein Raid um 11.11 Uhr von mir? Ich. Falls nichts passiert. Gerne. Ich kenne es. Ey, Digga, der Erste, der schreit direkt, Digga. Ist das krass. Die ganze Zeit nicht gehört, aber da ging er los. Bro, weißt du, sie testet die ganze Zeit ruhig und dann plötzlich das, Digga. Ja. Er geiert so krass. Plötzlich kommst du raus damit, ne? Mit deinen ganzen Aussagen. Kannst du heute noch PvP-Training machen? No. 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 Ich besorg dir die Testix Kopf, dann kannst du mich raiden. Ey Leute, nein, Leute. Mein Kopf ist zu. Okay, mein Kopf ist nicht besonders. Ich hab deinen Kopf in meiner Ender-Chest, ja, deswegen. Ey Chat, ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass du und ich uns da gerade mal tatsächlich bei einer Sache einig sind. Also Real Talk. Weil wir vertrauen uns in der Geschichte gerade als Einzige und das ist eigentlich ein Ereignis, was hätte sich niemand irgendwie jemals vorstellen hätte können. Er hat irgendwann mal über seine Schwester geredet, ja. Guck mal, Fakt ist, es muss was mit Tobi zusammenhängen. Es muss wirklich was mit Tobi sein. 100%, alles andere macht ja keinen Sinn. Es kann ja kein Hackerangriff sein. Er sagt das ja auch selber. Sonst würde er doch nicht so chillig hier rumrennen und sagen, ja, haha, hallo, wir spielen auf der YouTube-Insel. Nein, wenn das wirklich ein Hackerangriff wäre, dann müssten wir die Polizei anrufen und keine Ahnung was. Dann hätte er es uns auch schon längst gesagt, sage ich dir ehrlich. Ja. Und ich finde halt immer noch, also wenn Mira für Frieden steht, dann stimmt es ja mit Tobis Mission überein. Er wollte ja immer Frieden zwischen uns bringen. Also er gibt, also muss das von ihm sein. Es muss schon, einfach von ihm sein. Safe, es muss von ihm sein, aber was ist es von ihm und was, also... Er hat verkackt. Es gibt mehrere Sachen. Erstmal, deswegen glaube ich vielleicht nicht, dass es... ich glaube vielleicht nicht, dass es so seine Schwester ist oder so, weil was für ein Zufall wäre es, wenn seine Schwester einfach Mira heißen würde, was für Frieden, weißt du, was so perfekt passen würde. Leise. Ja. Weißt du, Sue? Es ist gleich 11 Uhr. Das wäre echt zu krank. Okay. Lass mal erstmal gleich abchecken. Ich glaube nicht, dass um 11 Uhr was passiert, aber eher um 11.11 Uhr, denke ich mal. Ja. Ich fühle mich wie in dieser einen Kinderwerbung. Du bist zwar ein Bösewicht, aber kein Bösewicht. Wo einfach diese Kinder vor diesem Kinderüberraschungsei sitzen und sie das nicht aufmachen würden. Ja, die dürfen dann, wenn die Eltern wiederkommen. Sonst kriegen die zwei so, ne? Aber wir können es nicht aufmachen. Ja, hast glaube ich recht. Es wird genau jetzt Tag. Es ist 11 Uhr, es ist aber nichts passiert. Oh mein Gott. Es ist nichts passiert. Okay, wir müssen bis 11 Uhr warten. Da kann was passieren. Aber es ist immer um Punkt passiert. Oh ja. Alles gut. Okay. Ich verarsche hier. Ich bin das Ei aus der Unterwelt. Ja, okay, Leute. Ja, oh komm mein schon. Gott. Ich werde euch alle aufessen. Ich zitter, Sio, hilf mir. Die Frage ist, dieser Countdown, ey, das macht ja keinen Sinn. Wieso ist er da? Warte. Hey, Jungs. Hä? Nein, das kam vorbei. Warte mal, ist das Auge da? Ist das Auge da? Warte, ist das Auge? Guck nach dem Auge. Ist da irgendwie ein Auge jetzt? Nee, ist nicht nix. Das jetzt um... Bro, das war genau dasselbe Geräusch, als das Ei plötzlich schwarz wurde. Deswegen, vielleicht war jetzt hier irgendwo ein Auge. Nee, sieht nicht so aus. Also es ist kein Auge da, weil ich dachte, vielleicht ist es wie im Video. Ja. Vielleicht kann man das jetzt abbauen, stell dich mal vor. Aber vielleicht ist das Video irgendwas, was für nächste Woche angekündigt wird oder so. Ja, sie meinte Eis. Meinst du? Die Leute haben Eis rausgehört gerade. Jungs, lasst mal noch bis 11.11 Uhr warten. Jungs, ohne Uni, wenn ich bitten darf, okay? Nein, Tridan, nein. Stimmt ja, du bist ja auch noch am Start. Nein. Runter mit dir. Runter mit dir, sag ich dir, ja?
L. Was, ist Kian eigentlich noch live? Nee, ist er noch? Ich glaube nicht. Er hat keinen Bock mehr. Oh. Ey, Kiro! Ey! Komm mal mit, komm mit zum Nether. Hä? Oh. Den klatscht man da easy weg, der hat bei mir weggerannt. In welche Richtung ist er durchgezogen, gell? In die Richtung Nether. Ja, wahrscheinlich zum Schwert. Digga, jetzt, Mann! Kann fliegen. Seid solche Säcke, Mann! Kiro, ey, Junge! Jetzt kannst du auch mehr fliegen, jetzt kannst du auch mehr fliegen. Ich kann auch nicht fliegen, weil die mich geschlagen haben. Ja, lass kurz 15 Sekunden warten. Lass ihn mal mobben. Wie war dein Tag so? Wie geht's dir? Leise. Leise. Leise, Ente. Ey, du bist voll hübsch, ja. Ciao. Mann! Digga! Ey, ja, ich lauf jetzt. Okay. Ich glaube, du bist wieder geschlagen. Bro. Kannst du jetzt eigentlich mal fliegen? Jetzt. Oh, was möchtest du, Della? Öffne dein Inventar. Was ist da, ja? Was hast du für Effekte? Ja, also ich bin stark. Da guck ich mal kurz in deinem Stream einfach mal. Ach so, okay, Digga. So ein Ding ist das also jetzt, ja. Alles klar, dann aus rein, aber Digga. Danke, dass du dein Inventar gehabt hast. Ja. So ein Sacker, halt, ehrlich. So ein Lutscher. Und am Ende kommt ein Banks raus. Alright. Digga, was war das denn jetzt? Alles wird gesprengt. Ey, einfach YouTuber in der Standardzeit. Das, was passiert, ja, wirklich so. Banks. Meint ihr, Banks kommt zurück? Oh. Ich hoffe, er ist jetzt zufrieden, Alter. Lina und Gambo sind schon wieder zurück. Ja, es kann schon sein, dass die ganzen OG-YouTuber dann halt auch wieder backkommen. Dimi ist der König, Moni ist die Königin, Mira ist die Prinzessin. Und Trida, bist du jetzt glücklich? Ich hab Kilo, das Chicken auseinander genommen. Nein. Ja, voll, Digga. Keine Ahnung, wer bist du? Man kann es auch in meinem neuesten Video sehen, eigentlich. Also, bist du der? Drei Kugeln. Ja, du bist keine reale Person, du bist aus einer Fiction. Aber. Ich find's cool, dass du mich in der Hand hast. Also, ich bin Fiktion, ja. Ich find's süß, dass du Josef, mein Plüschtier, in der Hand hast. Aber denn? Keine Ahnung. Hab doch gar nicht. Bro, was soll das? Du hast mich gefragt, ob ich aus einer Serie, aus einem Buch. Ich hab einen Apfel in der Hand. Apfel! Nein. Timmy ist der König, Moody ist die Königin und Mira ist die Prinzessin. Bro. Ganz einfach. Höllenkrieger. Will jemand einen Spaßkampf? Hörst du auf jetzt? Will jemand einen Spaßkampf? Hörst du auf jetzt? Jetzt lass keinen Spaßkampf machen, erstmal bis 11:11 warten. Ey, Trina, willst du einen Schwertkampf machen? Mit Crystals. Ja. Hä, wo ist eigentlich du jetzt hin? Mit Schwert machen, mit Schild, dann bin ich dabei. Alles. Crystal habe ich keinen Bock. Ich hab deinen Bogen eingesammelt, stimmt. Hier. Ist Yu offline gegangen oder was? Ich weiß nicht, wo Yu hin ist. Er ist nicht mehr da. 6 Minuten noch? Warum schreiben die Leute 6 Minuten? Ja, 11:11, 11:11, Digga. Stimmt. Muss mal kurz erzählen. Hä, wir haben noch Lukas, machen wir? Boah, ich hab runter mit mir! Ich hab so ein bisschen. Ich bin nimm dich. Ich weiß nicht, nur auf Fritz. Alpha Stein muss auch wieder kommen, der fehlt. Ich wüsste eigentlich keine Lust, wie ein Rüstung. Ich glaub, der hat so viel zu tun, Alter. Ich hab da Bist ein Totem-Proc. Bist einer Meins.
Ich drop jetzt deinen Bogen. Hier. Okay, ich hoffe, es ist auch sein Bogen, okay? 3, 2, 1. Okay, Muni, hier Geschenk für dich. Geht. Bunker. Danke. Oh mein Gott. Danke für das Geschenk. Oh mein Gott. Muni, gib mir noch meinen Bogen. Ich hab den nicht. Muni. Oh! Ich hab den nicht. Das hat Zizachi hat den bekommen. Was? Ich geh mal kurz gucken, wie ich so ein Dingsboost crafte. So ein Lesepult. Ich will später mir noch einen Villager mit Mending machen. Bücherregal brauche ich, okay. Brauche nämlich später noch einen Villager mit Mending, das wäre mir ganz wichtig. Ich glaube, ich packe noch mal ein paar Raketen aus. Hier Raketen. Ich kann, glaube ich, eigentlich die Schalker Box mit Raketen immer bei mir führen. Wenn die anderen ein bisschen Ehre besitzen, dann klauen die das wenigstens nicht. Am Ende ist Alpha Stein das eingelegt. Nee. Ich leg drauf, du bekommst alle meine OP-Gold-Äpfel und normalen Gold-Äpfel. Ich hab 90 normale Äpfel und 10 OP-Gold-Äpfel. Gib mir deine Hose! Kyro, willst du kämpfen? Nein, ich will jetzt nicht kämpfen, Digga. Wir kämpfen im Nether. Ja, okay, komm. Ja, okay. Nein, ich hab nicht genug Gold-Äpfel. Wenn du gewinnst, gebe ich dir einen Gold-Äpfel. Bro, ich kann jetzt mit dem. Er ist wieder da! Wow. Ich war nicht gebannt. Wo warst du denn? Das war ein Joke. Man sieht rechts mein Profilbild. Susi, wo warst du denn? Nein. Susi? Warte, Chantal? Ich glaube, Chantal war kurz hier. Kiro, ist Chantal komm, dabei? Was? Nein, jetzt lass bis FOF warten. Danach können wir mal gucken. Spontan, Digga. Oh Mann. Ach, shit, das klappt ja gar nicht. Jo, was machst du? Ey, das ist schon. Sorry, ich habe gerade noch ein paar Sachen angeguckt. Ich habe mir noch mal den Kanal angeguckt. Ich habe noch mal ein paar Sachen analysiert. Hast du auch meinen Kanal angeguckt? Sag ehrlich. Eigentlich nur genau das, was wir eh schon alle wissen. Warum hast du mich? Ich habe leider nichts Neues daraus gefunden. Warum hast du mich beim Akinator eigentlich nicht gesucht? Sei mal ehrlich. Das ist so krank. Wie bitte? Warum hast du mich beim Akinator nicht gesucht? Verzeih mir. Oh. Verzeih ihm. Das nächste Mal vielleicht. Mich gibt's da eh nicht. Das müssen wir ändern. Mich gab's auch letztens. Das, war, das müssen wir ändern, Kiro. Da musst du dir noch ein bisschen mehr auffallen, ne? Ja, safe. Kann man sich da selber nicht irgendwie einreichen oder so? Ey, dich gibt's bei Akinator. Esti, ich hab für dich ein richtig krasses Geschenk, okay? Du darfst dich ausrasten. Was denn? Ein Totem. Wow. Ey, ein Buch! Also, nur mal so, Jungs. Ich hatte so eine gute Idee, ich hab alle meine Totems umbenannt. Will jemand mal die Schalker sehen? Ja, yeah, also, mach mal. Mach mal hin, Digga. Ja, stimmt. Ich meine natürlich den Leuten, die ich vertrauen kann. Bisu, da Rani. Ja, oder Mi, also okay, Kiro. Kiro. Ja, Digga, du hast du mich schon gesehen? Nein. Achso, ja, du natürlich auch. Ja, Zitasche, zeig mal. Ah, nee, es war Tobi, der es noch gesehen hat. Zitasche, zeig mal die Schalker-Kiste. Okay, Bro, warte, ich zeig dir. Warte, ich hol raus. Was wird das hier? Ich kämpfe beim Rausholen, ja? Ey, Jungs, noch eine Minute. Nein, ich will nicht fliegen. Warte, chill. Eine Minute. FOF ist gleich, FOF ist gleich. Der Server geht wieder aus, Live-Event. Imagine. Ich hab gar keinen Bock mehr. Nein, alle werden gebannt, let's go! Let's go! Aua! Selber getroffen. Es ist gleich soweit. Das Ei ist on fire. Oh no! This Ei ist on fire! Ich wärme mir ein bisschen. Es ist noch nicht! Fire! Alles gut gewärmt. LV11. Jetzt noch nicht? Jetzt! Jetzt ist LV11! Nein, jetzt bei mir LV11! Hä? Stell mal deine Uhr richtig ein. Schade. Nein, jetzt chill. Warte. Es muss was passieren, Digga. Warum muss? Es ist um 11 Uhr schon was passiert. Ja, stimmt. Vielleicht wenn. Ey, wir müssen bis 11 Uhr abends bleiben, Leute. Digga. Ich muss noch einen Landwirtschaftssimulator spielen, Digga. Ich kann nicht. Kiro de Chico. Komm in Nether, Alter. Auf damit.
Gib mir nicht auf mein Ei. Du kriegst, wenn du gewinnst, OP-Goldäpfel. Ach, schade. Nichts passiert. Ja, ich hätte auch irgendwas. Triff den Lukas. Ey, Jungs, ich bin erstmal raus, ne? Ich spiel noch eine Runde Akinator und such mich selber. Tschüss, Nase. Tschüss. Tschüss. Hey, lange Nase. Ja, toll. Na dann, ich geh meine Villager weiter versklaven. Ich hab ne Mission. Ey, yo! Was denn? Was er sagt! Ey, au, oh, hast du gerade deine Person angeschossen? Ziu? Was für distanzieren? Ja. Ey! Ja, okay. Ich will nämlich noch da bei meinen Villager ein bisschen... Hallo. Ey, Kiro, was hast du da gerade gesagt? Ich gehe meine Villager weiter versklaven, habe ich gesagt. Kiro! Was denn? Von sowas distanziere! Ja, dann distanzier dich halt. Viel Spaß dabei. Ich hole mir jetzt noch die Karotten. Damit ich die... Bro, war das enttäuschend jetzt, Kiro? Was soll das? Was? Das war enttäuschend. Ich nehme Carrots mit. Zick, 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 zick. Zick, 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 zick. Ah, ich nehme die ganzen Karotten jetzt mit, Mann. Es werden wieder so gute 2-3 Stacks, oder? Ja, guck mal. Easy. Das sei, Mann. Dachte ich, da passiert jetzt was. Also es ist um 9 Uhr ist was passiert. Da kam dieser Timer. Um 10 Uhr ist das Eis schwarz geworden. Und um 9 Uhr hat Rhiney ein Video zugesendet bekommen von dem Discord, Nutzer Projekt M, was jetzt Mira geworden ist. Und da gab es dann irgendwie so ein Auge. Und um 11 Uhr gab es dann auch wieder so ein Geräusch, dasselbe, was das Ei schwarz gefärbt hat. Aber es ist nichts passiert. Ja, wieso kann man hier nichts platzieren? Bro, ich check gar nichts mehr. Ich bin genauso verwirrt, sag ich dir ehrlich. Ich bin genauso verwirrt. Ja, komm, eigentlich kann ich Weizen auch noch mitnehmen, oder? Eigentlich ja schon. So. Mandarinenquark, Biskuitschnitte oder Donauwelle. Donauwelle kommt immer babahaft. Ey, aber krass, dass sie mich einfach opfern wollten, Foche. So, Dicker. Q, der Short von Project Gamer hat gesagt, ich freue mich auf euch. Ja, ja, richtig. Das habe ich auch gesehen. Aber weg mit den Samen. Ne, warte mal, ich nehme die mit. Weil bei dem Dorf gibt es ja auch die Hühner. Das heißt, ich kann die ein bisschen füttern. Bro, Fisch da ist jetzt auch online. Aber dass Tobis Stream einfach offline genommen wurde, Kianis gebannt ist. Tschüss, muss wieder zumachen. Jojo, danke, dass du da warst. Timmy wird gebannt. Timmy war nicht mehr da. Keiner von den Höllenkrieger außer ich war da. Das war total enttäuschend irgendwie. Ich hab heute Geburtstag. Alles Gute, André. Jetzt habt ihr beides gesagt. Welches soll ich nur machen? Nur eine Form. Ja, dann geh mit Mandarine, Digga. Ich muss hier lang. Zack. Der Weg ist schon geil verwinkelt. Guck mal, was euer Boy kann. Geh weg, Alter. So, let's go.
Jo, was geht, Daniel? So, liebes Dorf, ich bin zurück. Ich schicke später gerne Rezepte und Fotos in Discord, damit ihr alle neidisch werdet. Beste, Digga, beste. Oh, guck mal, hier. Meine Besten. Ich nehme noch die Eier mit. Ups. Wobei, das ist eigentlich gut geil. Okay, es kam nichts raus. Toll. Musst du den Schattenkrieger. Niemals, Digga. Niemals, Digi. So. Du bist natürlich noch nicht erwachsen, weil ich die ganze Zeit nicht da war. Das verstehe ich. So, Jungs. Ich habe Karotten für euch. Ja, viel Spaß damit. Save mal noch ein paar. Ich glaube, die wollen sich aber nicht noch paaren. So. Wobei, Brote kann ich auch noch machen. Aber ich fand das jetzt trotzdem sehr informativ. Also, wir haben jetzt heute sehr viel über das Ei rausgefunden. Gerade durch Tridans Zuschauer auch. Muss ich sagen, es war trotzdem ein geiles Event. Ein richtig, richtig geiles Event. Boah. So. Ich muss mal kurz mein Handy abchecken. Ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen. Streamst du morgen auch? Morgen ist Sonntag. Da vom Streamplan her streame ich morgen nicht eigentlich. Ich werde meinen Streamplan auch immer im Discord und WhatsApp-Kanal auf jeden Fall aktuell und frisch halten. Das versuche ich jetzt auf jeden Fall. Für den WhatsApp-Kanal lasse ich euch gerade mal den Link im Stream drin, auf Twitch und auf YouTube. Dann könnt ihr einmal den WhatsApp-Kanal joinen, wer Bock hat. Schaust du Fußball? Nein, tue ich nicht, Lenny. So, einmal hier den WhatsApp-Kanal. Könnt ihr gerne rein folgen. Oh, guck mal. Jawohl! Jetzt lauf da rein, komm. Ja, lauf. Ja. Lass deine Eltern mal ein bisschen mehr Privatsphäre. Ja, geh mal. Geil! Die Villager-Versklavung funktioniert 1A. Kann ich Mod erst, wenn du richtig aktiv da bist. Villager musst du mit Brot vermehren. Nein, Karotten, genau. Deswegen ist das ja hier eine automatisierte Farm. Hier, die pflanzen selbst die Karotten und geben sich dann gegenseitig die Karotten. Das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Wenn man Brote noch natürlich dazu mixt, dann ist das alles kein Stress. Ein Feuerresistenztrank mache ich jetzt einfach mal hier rein. So. Ach Digga, ich bin so hohl. Die rote Schalkerkiste. Ich glaube, ich färbe meine Raketenschalkerkiste um. Und zwar, ich glaube, so in einem weißen Farbstoff oder so. Oder was haben wir hier? Na komm, lass gelb machen. Ich glaube, gelb ist auch schön. So. Boah, das denke ich mir immer, wenn ich sehe, Baby Villager sehen so geisterkrank weird aus. Finde ich gut. Guckt sie euch an. Muss jetzt einer von denen nur erwachsen werden, dann kann ich die nämlich da nach unten verfrachten. Und zwar hier rein. In meine Trading Hall. Geil, Digga. Geil. Bald sind sie hier. Ich glaube, ich muss die Trading Hall aber definitiv dann noch größer machen zu einem späteren Zeitpunkt. Habt ihr jetzt auf WhatsApp gefolgt? Ich küsse dein Herz. Ich mache da auch immer Abstimmungen, wenn ich irgendwie spontan streamen möchte oder so. Wenn die Mehrheit für einen Stream ist, dann bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Dazu streamen natürlich. Und heute Abend bin ich auf jeden Fall auch nochmal live. Da werde ich
PvP wahrscheinlich trainieren mit Wooly zusammen. Falls Wooly nicht kann oder so, dann werde ich entweder alleine trainieren so oder ich gehe dann noch ein bisschen auf die Insel. Das werde ich dann einfach spontan entscheiden. Du willst doch nur unsere Nummern haben. Ey, ich sehe eure Nummern nicht. Also ich sehe, wenn ihr in dem WhatsApp-Kanal seid oder so, ich sehe nicht eure Nummer, ihr seht nicht meine Nummer. Also es ist komplett vom Datenschutz her, finde ich mega, mega cool. Weil als ich die Idee bekommen habe, so mit, yo, mach mal einen WhatsApp-Kanal auf, war ich so, nee, Digga, dann leake ich ja meine Nummer. Aber es ist tatsächlich so, dass ich eure Nummer nicht sehen kann und ihr seht meine Nummer nicht. Und ich finde, das ist eigentlich total fein. Also da hat WhatsApp tatsächlich was Gutes gemacht. No. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Also ich sehe halt, wenn meine Kontakte, wenn ich Leute einlade, die halt, sage ich mal, aus meinem privaten Umfeld sind und die sind dann in meinem WhatsApp-Kanal, das sehe ich dann. Aber sonst sehe ich das natürlich nicht. So. Goldäpfel müssen rangefarmt werden. Ich hole mir jetzt da hinten erstmal ein paar Bäume, dass ich Setzlinge habe. Ich brauche natürlich hier eine Baumplantage. Für Emeralds. Warum wurde Kianis gebannt? Weil Tobi ihn gesagt hat, was Mira ist. Deswegen wurde dann... Oha. Bienen, Digga. Oha. Und deswegen wurde wurde Kianis dann gebannt mit der Nachricht, du weißt zu viel. Du hast aber nur den oberen Teil gelesen. Achso, hättest du ja auch so bekommen. Na die. So. Ey, das finde ich ganz gut, dass hier zwei Bienenstöcke sind. Damit kann ich gut was anfangen. Wie war denn das jetzt eigentlich bei der Baumplantage? Wenn ich so eine große Fläche habe, wie hier jetzt zum Beispiel, ich mache das aber da drüben, und ich alles ineinander platziere, dann wächst das. Oder das muss, glaube ich, in irgendeiner bestimmten Himmelsrichtung platziert werden. Wie war denn das nochmal? Kennt sich da einer im Chat aus? Ich bin im Ei drinne. John Cena, Digga. Schreibe ich. Honig für Timmy. Yo, Vitali, Feringer, danke für dein Abo auf YouTube. Kuss. Ah, der Arme. Ja, ich weiß nicht. Ja, das könnte auch schon mal eine Auszeit gebrauchen. So, guck mal hier. Da kommt doch einiges zusammen. So. Ich glaube, die Bienenstöcke kann ich aber schon direkt mal hier abbauen mit meiner Behutsamkeitsspitzhacke, oder? Ich hoffe, da sind jetzt auch Bienen drin, natürlich. Das wäre jetzt ein bisschen doof, finde ich. Warte mal. Guck mal hier. Er wollte gerade. Entschuldigung, Senior Biene. Hier. Zu Hause. Jackie? Ja. Sehr gut. Meins. Oh. Bewege ein von drei Bienen bewohntes Bienennest. Oh. Da habe ich jetzt tatsächlich eine Biene drin. Finde ich gut. Warte. Er auch noch. Komm. Magst du Timmy? Natürlich. Bienchen, komm. Es ist schon spät, du musst ins Bett. Nein. Geh nicht weg. Hier, komm. Check, dass dein Zuhause ist. Hallo? Pischer wurde im Kampf gegen Muni geröstet. Digga.
Ich sollte hier gehen. Ich nehme einfach das eine hier mit. Das Dorf habe ich nämlich eigentlich gründlich ausgeleuchtet. Das sollte hier passen, denke ich mal. Warte mal, ich glaube, ist einer hier erwachsen? Ja, Mann, guck mal. Zack, los geht's. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Wie geil ist das denn? So, ich brauche jetzt kurz Holz, um ein Boot zu machen. Dann schiebe ich den direkt da rein. Geil! So, Boot platziere ich. Mein Kader einmal mir geben. Oder du legst dich ins Bett. Eigentlich will ich ihn hier drin haben. Egal. Ich parke einfach mal. Ich parke einfach mal hier, beziehungsweise komm mal her. Nein, komm her. Komm jetzt her. Komm her. Er will nicht ins Boot. Bist du Tibis Best Friend? Kann man eigentlich schon so sehen, würde ich mal sagen. Komm her. Komm her. Ja, setz dich ins Boot. Perfekt. Bester Mann. Und so funktioniert die Villager-Nachproduktion. Dann kann ich hier nämlich immer die Minecarts reinmachen und hier wieder zu. Boah, ist das fresh! Na, bei den Höllenkrieger ist Kiro der. Ist der erste Mart. Bitte nicht spam. Sondern mal einen Like und ein Abo dalassen. Ja, Mann, Nadine. Das Jubel, wie sie sich treffen. Wo ist die Frage? Ich tue mal die Bienennester hier in meine Enderchest. Alpha-Steinchen ist endlich da. Alpha-Tower auf dem Dach. Okay, komm. Sofort. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Yu zu sagen hat. So. Dann gehen wir mal zum Alpha Tower. Ich erzähle Ekaf, was du machst, wenn ich ihn finde. Ja, mach das, Digga. Erzähl Ekaf alles. Es kommen ja immer wieder neue reingehüpft. Wenn ich jeder früh aufsteht. Ja, ja, klar. So. Dann gehen wir uns mal mit Sjudref hin. Ich hoffe aber, dass das keine Falle ist. Aber so schätze ich das mal nicht ein. Er war heute eher, sag ich mal, enttäuscht von den ganzen Leuten, mit denen er sonst ja immer hängt. Und wir waren heute eher mal einer Meinung, was ein seltenes Phänomen eigentlich bedeutet. Alter. Dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Ich folge dich. Dankeschön, Dankeschön. Sammelt Beste. Sag mal. Ein sehr gutes Yo. Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich drücke dir echt die Daumen, dass die Liebe zwischen euch wirklich langsam entsteht und du dein Herzensmädchen dann erobern kannst. Ich möchte dir aber noch was schenken, SCU. Ich will nichts von dir geschenkt bekommen. Ich meine, damit du immer stark bleibst. Ja, Mann, ich habe die Stärke auch bekommen. Ich bin immer stark, danke. Aber damit du noch stärker bist, SCU. Aber wir müssen jetzt erwachsene Gespräche führen. Ja, richtig. Okay, ich bin auch erwachsene Leute. Ja. Ich hol gleich Kiro. Chantal. Ich hab dich hergeholt. Ja, aber was gibt's? So, okay, was gibt's eine hier? Sache mit dir zu besprechen. Ja, raus. Guck mal, ich verstehe, du hast deinen Clan. Ich verstehe, ihr habt ein Bündnis und du darfst wahrscheinlich auch mir keine Informationen geben. Aber woran liegt das, dass euer gesamter Clan heute nicht anwesend war? Die ersten Tage habt ihr dieses Ei beobachtet, ihr habt dieses Ei bewacht. Und heute, zufälligerweise heute, wo wirklich was passiert ist, war keiner von euch da. Ja, ich weiß, auf was du hinaus bist. Und ich kann dir selber da gar nicht mal wirklich eine richtige Antwort zu geben, bin ich dir ganz ehrlich. Ja, Alpha-Steinchen ist jetzt erst da. Ja, wie die Planung da abgelaufen ist, bist du ein bisschen in die Hose gegangen, ja.
Wisst ihr vielleicht irgendetwas, was wir nicht wissen? Sehr merkwürdig alles hier, ne? Was sagst denn du, Alphastein, dazu? Tja, Alphastein sagt auch nichts dazu. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich wiederhole nochmal kurz, was mir übelst auffällig aufgefallen ist seit letzter Woche. Ja, komm. Die Höllenkrieger waren die ersten, die auf dem Server durften. Die waren viel früher da als alle anderen. Richtig, weil wir cooler sind. Die Höllenkrieger kriegen im Nether irgendwelche Buffs. Richtig, weil wir cooler sind. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Guck mal, jetzt bin ich gerade eh nicht auf Beef hinaus. Können wir das mal kurz den Zuschauern demonstrieren? Was denn? Im Nether? Willst du im Nether sein? Gib mir mal ein paar Hits. Oder gib mir mal einen Critical Hit. Ein Herz. Jetzt komm mal runter. Wir gehen ins Nether rein. Wir können nicht fliegen. Warte, Jungs. Ich mach Gott-MLG. Let's go. Und... Oh nein. Es ist... No, Mano. Es ist total schief gegangen. Wo bist du? Bist du auch runtergefallen? Ich wollte gerade Gott-MLG machen, aber bin auf so einen Kopf gelandet. Hast du auch dein Totem aktiviert? Nein, bei mir ist alles gut. So, jetzt gibt's die dunkle Wahrheit im Nether. Oh, Nickek, bei dir läuft. Tridan hat mich vorher schon ausspioniert, der hat mich ins Nether gelockt, Alter. Boah! Das war kein Critical. Okay, warte, brenne erstmal aus. So. Und zack! Oh, 1,5. 2 sogar mit Feuer. Tridan hat mich ausspioniert, Alter. 2,5 Herzen komplett. Die gehen da nicht weg. Jetzt kommen wir nochmal raus. Niemand weiß. 2,5 Herzen mit einem Hit. Gib mir jetzt nochmal einen normalen Hit. Warte. Ich muss kurz hier so. Jetzt. Nee, Critical Hit meine ich, sorry. Mit normal meine ich, dass wir jetzt in der normalen Welt sind. Okay. Zack! Oh. Warte. Ja, okay. Doch. Und zack! Leute, was habt ihr für Theorie? Was liegt das? 1,5. Krass, also ihr macht ein Herz einfach mehr weg im Nether. Das ist schon echt OP, wenn du dann direkt 5 Hits machst. Ja, weil wir sind die Höllenkrieger, ganz normal. Ja, aber irgendwie scheint es mir noch sympathisch zu sein im Vergleich zu deinen anderen Leuten. Ja, weil ich das, ja, ich bin halt der Kopf von der ganzen Bande. Und du bist immer nur so nett, wenn du alleine bist. Wenn du deine Leute hast, bist du richtig fies. Ja, man muss sich halt deshalb immer den Vorteil ausnutzen. Ich werde noch herausfinden, was du Böses hier planst. Ja, wir werden sehen, Alter. Deine Nettigkeit kaufe ich heute noch nicht ab. Mach's gut. Ja, okay, haust du rein, Alter. Ja, was plane ich, Leute? Was plane ich? Ey, wo ist jetzt eigentlich Steinchen? Wo bist du? Er ist jetzt der einzige von Höllenkrieger, der jetzt eigentlich hier ist. Kramix hat's verstanden. Denn aber sei er abgelaufen. Ah, nein. Was ist eigentlich mit den Villagern? Was hast du eigentlich mit den Villagern von? Komplette Trading Hall und alles dran. Also ich will da komplette Farmen hinbauen. Hallo, lass mich doch fliegen! Einen auf Buddy machen. Ich sag euch ehrlich, ich bin halt nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß, wie ich meine Vorteile nutze. Und wenn die in die Überzahl sind, dann brauche ich natürlich nicht auf Krawall aus sein. Was macht Moody da? Was glaubt ihr? Es macht wirklich sehr viel Sinn. Moody! Habe ich dich erwischt? Ja. Was denn? Tja, was machst du hier, Alter? Ich mach mein Feld. Ja. Ich sehe aber, dass du es kriminell machst. Das ist nicht kriminell. Das Doch. Ist ein legales Feld. Legales Feld? Hast du auch eine Gärtnerlizenz, um das in der freien Luft zu machen? Ja, dann will ich die einmal gerne sehen. Natürlich, die hole ich einmal.
Wo bleibt sie jetzt? Ich muss die kurz suchen, ich habe so viele Lizenzen. Da findet man die Orientierung. Hier, meine Lizenz. Ja, okay. Lass sie ihre Lizenz, oder was? Ja, ist akzeptiert. Ich gehe wieder. Okay. Red mal lieb mit ihr von Frau zu Frau, dass Timmy doch eine gute Partie hatte. Warte, wo muss ich? Moni! Chantal? Ja. Ich bin's, Moni. Du darfst mich nicht sehen, ich bin heute sehr hässlich. Ah, hast du Make-up nicht mehr an? Ja, ich hab kein Make-up mehr drauf. Ja, ach, was schade. Ist jetzt eigentlich mit dir und Timmy? Wir sind getrennt. Oh nein, warum? Wegen dir. Nee. Doch? Ich hab nur Sachen geklaut. Nein, du warst mit Timmy auf dem Date. Das kann man jetzt rein interpretieren, wie man möchte, aber ich fand jetzt nicht, dass es ein Date war. Er hat sogar gesagt, dass es ein Date ist, also es war ein Date. Chantal. Ja, ich sag ja, man kann interpretieren. Ja, und schau mich nicht an! Ich bin heute nicht schön. Chantal, du bist echt hässlich heute. Oh nein. Ja, okay. Ein Make-up leer. Ich hab den Prank nochmal versucht. Egal, tschüss. Ja, Leute. Wo muss Steinchen, Digga? Dann spam ich ihn halt jetzt zu. Wir wissen, wo der ist. Vielleicht bei Mai. Das war ein Treffen von Freunden. Aha. Wir fangen an. Ey, hör mal also. Auf, jetzt die ganze Zeit mich zu töten, Digga. Ja. Aggressionsprobleme. Steinchen, ey. Wo warst du? Ich war auf Klo. So lang? Ja. Yeah. Ich habe ein Steinchens Freundebuch geschrieben. Bro, du noch war... nicht, Kiro. Er ist ein besserer Freund als deiner. Ey, was soll das, Steinchen? Ey, du weißt sofort nicht. Das Buch. Frag Lukas. Was? Lass Lukas zuerst reinschreiben, wie Crystal Krieger. Ach, ey, was soll das? Steinchen? Auf wessen Seite bist du eigentlich ganz genau? Ich bin Freundebuch. Der darf hier reinschreiben. Auf der von Freundebuch. Ja, aber das sind doch nicht deine Freunde. Doch. Ja, wirklich? Das sind unsere Feinde. Lass dich nicht manipulieren. Wie Feinde? Wie Feinde? Ja, keine Feinde. Warte. Ich hab doch nur geprankt, Junge. Beruhig dich mal. Einfach Steinchen, das sind deine Feinde, Mann. Alles. Ja. Nein, bin ich nicht. Ich bin dein Freund. Die schreiben gerade ins Feindebuch eigentlich. Ich hab keine Feinde. Ey, kann ich auch in dein Freundebuch, Alpha-Steinchen, bitte? Ja. Du bist ein Hund. Was er sagt. Hat jemand Warum Knochen? Warum sagst du, dass ich ein Hundesohn bin? Warte mal. Ich geh kurz Knochen holen. Ich glaube, ich hab noch welche daheim. Daheim. Auf meiner unfertigen Insel. Ich muss es mal noch fertig machen, ne? Warte. Haha, ich hab Knochen. Geil. Jetzt pass auf. Nsnsnsn. Pista. Pista. Hör mal zu, Digga. Ich hätte nicht erwartet, dass man mich holt. So. Pista. Okay, mal warten, Bro. Hey, Pista. Oh mein Gott. Ah, jemand kommt zu mir! Abwarten! Guck mal! Das ist nicht unser Weg, wir stehen für die Gerechtigkeit. Okay. Guck mal, Pista. Hier, hol es dir! Ey, wie hast du dich runtergefallen? Brauchst Rückstoß auf deinen Bogen. Ich hab Schlag drauf. Bro, wie viel schreibst du da, Lukas? Wenn nicht Crystal. Mach mal nicht die ganzen 50 Seiten voll!
Lukas, eine Seite! Bro, guck mal, er geht ChatGPT, okay, Roman schreiben, Digga. Wer möchte als nächstes reinschreiben? Ich. Wer es zuerst bekommt, der kriegt es zuerst. Richtig. Hallo, warum rappt mich gerade gedroppt, wer kriegt es? Hey, du hast gar nicht gedroppt. Du hast gar nicht gedroppt, Mann. Du bist ein Lügner. Abgedroppt. Wer hat's? Nein! Tut! Oh, sorry. Ich hab... Lukas, was machen wir jetzt, Mann? Dann schreib jetzt. Mann, Bro, wir haben keine Zeit. Weiß ich nicht. Nein, Höllenkrieger. Höllenkrieger. Lusak. Sorry. Mit Lusak-Krieger könntest du aber auch die Kristallkrieger meinen, oder nicht? Ich meine ganz genau dich. Ja, da entstehen Missverständnisse, glaube ich. Okay. Ey, Kikikiri. Kiri? Kiri? Digga, pisch da. Kiri! Was los? Was los, du Hund? Kiri. Wer brennt? Keine Ahnung, wer brennt. Ich kann nicht mehr. Gib mir mehr Knochen. Hol. Jo, ich bin dann auch erstmal weg. Hol jetzt. Hol. Die Tasche als Maul. Da hinter dir ist auch ein Knochen. Hinter dir ist ein Knochen, pisch da. Das war echt Spaß. Chill. Ey, wow! So, ich hab noch eine Mission, die ich jetzt mache. Kriegsansage! Was für Kriegsansage? Er hat Schutzcall gegeben. Ah! Bitte nicht! Digga, was ist das? Ich weiß, was Mira ist. Mira ist ein System von Tobi, das Fehler hat und jetzt einfach killen will und bannt. Aber eigentlich will doch Mira Frieden. Hey Leute, will jemand das Freundebuch? Ja. Ich will das Freundebuch. Ey, bitte. Steinchen, gib her. Steinchen. Nein, ich will. Steinchen. Warte. Bist da schnell hier, fang. Ah! Jetzt schnell, Steinchen. Mo. Ich werf's in die Luft. Hab ich's? Ich hab's, ja! Ey, du jetzt kommst danach dran. Okay. Über Steinchen, warte. Name, Lil Snoopy, Tridan, Zitashi, Lukas, Zitashtik. Name, Giro. Der Hübsche. Der Beste. Steinchen. Warte, guck mal, das ist die Testik, Und Schuss. Ist ein Stein. Und Schuss. Schwein, Bein. Und Schuss. Kann nicht allein. Allein sein. Sein kann er nicht. Schwein, Stein. So, hier bist du. Was machst du da mit dem Freundesbuch? Ja, das ist mein Kopfkissen. Ach so. Hallo, Wuli. Schön, dass Name du da bist. Snoopy, Farbe Rot, Tier, Mira Schwein. Mira ist Kiros Kind. So, Jungs, ich zieh jetzt dann aber durch. Warte. So, ich würde an der Stelle einmal den Streamerino beenden. Ich küsse all eure Herzen an jeden, der da war. Es war ein geiler Stream, es war ein krasses Event. Also es sind sehr krasse Informationen rausgekommen. Im Ei ist anscheinend Mira drin. Und wer oder was Mira ist, steht jetzt einfach noch komplett offen. Aber Leute, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Stream. Ich bin heute Abend nochmal live. WhatsApp-Kanal kann ich nochmal hier überall reinposten. Da poste ich nämlich nachher noch meinen Streaming-Plan so richtig. Deswegen, Freunde, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns heute Abend nochmal PvP trainieren mit Woody, wenn er Zeit hat. Wenn nicht, mache ich es allein oder bin nochmal auf der Insel, bisschen die Villager weiterhin versklaven. Ihr wisst es, der Grind ist real. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt erstmal die Sonne draußen. Bei mir gibt es noch später Grillen und so. Bin ich noch auf Grillen eingeladen. Deswegen bin ich dann erst so gegen 20 Uhr wahrscheinlich live statt 19 Uhr. Aber ist ja egal, wir haben Wochenende. Gruß und Kuss an jeden. Und jetzt, genau, es gibt wie immer ein bisschen Musik. Tschüss.